So, das ist schon besser. Jetzt sieht man mich ein wenig mehr. Ja, das war alles mit dem Schimmick immer noch so eine Gewöhnungssache. Und falls euch fragt, also ich habe gerade rausgehört, weil ich sehe aus wie, also es sieht sehr unangenehm aus, wenn ich aus diesem Sitz raus und reingehe. Es ist halt ein Schalensitz, der halt am Boden steht. Ne? Das ist mit 1,94 immer so ein leichtes, ich nenne es mal Abenteuer. Und wenn ich die ganze Zeit im Chat runtergucke, liegt es daran, dass ich da ein iPad stehen habe. Weil ich noch keine andere Möglichkeit habe, mir eine Übersicht zu machen. Ich werde mir hier noch vorne an meinen sehr kreativen Schreibtisch, den über Tisch hier für meinen Fernseher, noch eine extra Platte machen, wo ich das iPad hinstellen kann. Weil das ist momentan so ein bisschen... Ja, das größte Problem bei dem Setup noch, dass ich natürlich alles in meinem Setup sehr darauf orientiert habe, an meinem PC zu arbeiten. Und wenn ich jetzt aber Kamera, Elgato, Stream Deck und Pipapo anders haben muss, dann ist das hier sehr viel Umbauarbeit. Heißt, ich muss es auf Dauer alles eigentlich doppelt und dreifach haben, dass ich einfach arbeits-workflow-mäßig ein cooleres Setup habe. Weil an sich will ich sehr viel Simracing machen. Ich habe mich vorhin auch ein bisschen mit LFM Motorsport oder dieses Assetto Corsa Multiplayer Ranked-Gedöns angeschaut und da will ich auch viel reingehen und pipapo. Ich habe momentan so viel Spaß am Zocken wie seit langem nicht mehr. Ich muss sagen, ich hatte wirklich einen harten Durchhänger zwischenzeitlich, den ich privat so gar nicht gespielt habe und nur für YouTube. Und das hat sich mit dem Simbic wirklich hart geändert. Also ich bin jetzt die letzten Tage immer mal so ein, zwei Stündchen mittags, einfach sitze ich hier im Simbic und tue nichts und starre die rauf. Also nein, Spaß. Setze im Simwag und fahre halt, einfach weil es Bock macht. Es bockt halt übel. Ich bin ein Riesenfan davon. Deswegen nochmal vielen Dank an eure Support, dass wir das hier so möglich hatten. Und wie gesagt, da wird super viel Stuff mitkommen. Da habe ich hart Bock drauf. Also wie gesagt, heute spielen wir ein bisschen Automobilista 2, weil das, glaube ich, das Game ist, wo Singleplayer am meisten bockt, weil die KI wirklich insane gut ist. Das zeige ich euch gleich in aller Ruhe. Und wir werden natürlich auch noch Assetto Corsa und so ganzen Kram machen. Also es gibt noch super viele Spiele, die ich austesten will. Assetto Corsa und Kompetition, da will ich vor allem sehr viel kompetitiv zocken. Ich habe sehr viel Bock, gegen andere Leute im Multiplayer zu fahren. Weil das so die Sache ist, die natürlich am meisten reizt. Ich meine, klar, also du Corsa, eine schöne Touristenfahrtrunde über die Nordschleife scheppert auch immer hart rein und nur Hesi geht auch immer fit. Aber kompetitiv gegen andere Leute Rennen fahren, muss ich sagen, das tört mich schon noch ein bisschen an. Muss ich sagen, habe ich richtig Bock drauf. Und vor allem besser zu werden, weil ich bin echt noch nicht schnell mit dem Lenkrad, muss man fairerweise sagen. Da ist noch so viel Luft nach oben. Typisch Dolph, man kann sich immer beschweren, genau. Also wie gesagt, man kann sich immer beschweren, aber ich finde, wir beschweren uns viel zu viel. Wir sind schon sehr... Uns geht es schon sehr gut, wenn wir vor allem mit anderen Ländern vergleichen. So. Deswegen will ich mich auch gar nicht so sehr beschweren, sondern einfach mit dem über das glücklich sein, was ich habe. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine eher geilere Attitüde, als immer Sachen zu finden, die einen doof finden, die einen stören. Klar, es ist nicht immer alles geil, es fucken ja natürlich immer Sachen ab, legitim. Aber ich finde, am Ende sollte die Freude über das, was man hat, welche Möglichkeiten man hat, überwiegen, weil, ey, kein Scheiß, das muss ich mir halt auch immer wieder zuführen, wenn ich immer von irgendwas abgefuckt bin, schlecht gelaunt bin, muss ich mir halt immer wieder vor Augen rufen, so, Bruder, du bist in einer so prädestinierten fucking Stellung, das ist insane. Also ich meine, ich sitze jetzt hier mitten am Tag in meinem Simbic und mache einen Stream an, weil das mein Beruf ist. Ja, Alter, wenn ich mich dann noch beschwere, weiß ich aber auch nicht. Ich kann halt von Glück sagen, dass ich das jetzt im Beruf machen konnte. Natürlich auch dank euch, legitimerweise. Aber da ist schon sehr viel Glück und so alles dabei. Und das, einfach das zu appreciieren und sagen, ich stehe morgens auf, ich habe meinen normalen ich mache meinen Arbeitstag nicht selbst. Also ich habe auch kein Problem, irgendwann mal fest zu arbeiten. Bin ehrlich, ich will Selbstständigkeit wirklich nicht mehr lebenslang machen, weil das irgendwann auch sehr hart Kopf fickt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich in der aktuellen Lage und Position, wo ich bin, mich auf gar keinen Fall darüber beschweren. Das wäre sehr, sehr unfair vielen anderen Leuten gegenüber, meiner Meinung nach. Deswegen lieber das Positive hervorheben. Lieber darüber reden, was ein gutes Gefühl erfahren ist, was für gute Möglichkeiten man hat und so Kram. Ich glaube, kommt man auch positiver durch den Tag mit. Gut, wir gehen jetzt mal im Automobilista 2 rein, weil ich will mal ein bisschen zocken. Um euch mal kurz zu erklären, was Automobilista 2 ist. Automobilista 2 ist der zweite Teil von Automobilista. Ich glaube, es ist ein spanisches oder brasilianisches Entwicklerstudio. Ich glaube, brasilianisch sogar, Razer Studios, ne? Der erste Teil war so ein Geheimtipp bei Simracer und der zweite ist jetzt relativ groß geworden durch sein Le Mans Update. Und aufgrund dessen, dass es auch grafisch ziemlich fett aussieht. Jetzt mal gucken, dass die Capture Card hier auf den nicht abschmiert. Dürfte aber funktionieren gleich. Und das Spiel hat dadurch krasse geile Grafik, weil sie viel von Project Cars übernommen haben. Im Hintergrund steckt eigentlich Project Cars 2, stark überarbeitet mittlerweile. Die Fahrphysik hat mit Project Cars 2 nicht mehr viel am Hut. Also die Madness Engine läuft im Hintergrund, die ja wirklich grafisch wirklich ein Brett ist. Also grafisch, lichttechnisch, grundsätzlich Tag-Nacht-Wechsel, Regen, Wetter allgemein. Und die läuft halt im Hintergrund. Und wenn wir ins Hauptmenü gehen, ich gehe mal gerade rein. Jules Strap, willkommen im 6. Monat. Danke für den Resub. Vielen Dank. Dann sehen wir ja auch direkt, vor allem an solchen Bildern hier, dass das Ganze, ich muss das Spiel erstmal leiser machen, natürlich Project Cars im Hintergrund ist, aber sehr viel neuer Content reingekommen ist, beziehungsweise sehr viel Content dazu gekauft werden muss, weil natürlich alles nicht lizenztechnisch ein Ding ist. Ich mach's mal auf 60%, Spiel schon sehr laut. Wir gucken gleich mal, ob wir es lauter machen müssen. Wir fangen gleich mal kurz eine Trainingsrunde, dann können wir ein bisschen checken.
Und das Spiel ist multiplayer-technisch, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht der Obershit. Also nicht der Obershit, muss man fairerweise sagen, weil Multiplayer ist noch so ein bisschen lala. Es gibt halt nur eine Multiplayer-Lobby, es gibt kein Rank oder sowas. Also es gibt schon Ranking, aber ja, es ist irgendwie nicht so halbes, nichts Ganzes. Nicht so, die Multiplayer-Erfahrung soll wohl anscheinend noch nicht so das Krasse von Automobilista 2 sein. Arbeiten sie jetzt aber dran. Das, wo Automobilista 2 seit dem letzten großen Update wirklich krass mit profilieren sich kann, ist der Singleplayer. Weil es im Sim-Racing-Bereich auf jeden Fall die beste Gegner-KI hat. Mit großem Abstand. Assetto Corsas KI ist lala. R-Factor, selbe Dinger. Assetto Corsa Kompetition geht noch halbwegs. Aber Automobilista 2 hat wirklich eine sehr, sehr geile KI, die auch sehr stark einstellbar ist, weil ich kann es euch gerade mal zeigen. War das hier? Ne, das kann ich gleich beim Rennen einstellen machen. Wirklich sehr, sehr geil ist und mit denen du wirklich gute Rennen fahren kannst. Und plus das Spiel fährt sich auch noch geil. Hat einen riesen Batzen an DLCs, muss man leider sagen. Wo viele aber geile Strecken bei sind, vor allem sehr viele nostalgische Strecken oder historische Strecken. Hockenheimring gibt es historisch, es gibt den Nürburgring historisch, was insane geil ist, das können wir vielleicht gleich gerne mal fahren. Spa gibt es historisch und so, also sehr, sehr viel historischen Kram dabei gekommen, auch Fahrzeugauswahl ist da sehr geil. Wie gesagt, kostet ein bisschen was, wenn man zusammenstellt. Ich habe das Spiel ja für 10 Euro gekostet, deswegen ist es okay, wenn die DLCs jetzt ein bisschen was kosten, alles fein für mich. Und ja, wie gesagt, großes Update, was reinkam beim jetzt Le Mans. Mit der Le Mans-Strecke, den Lizenzen und allem drum und dran und ziemlich geiler Shit. Wir können gleich mal ein bisschen durch die Fahrzeugauswahl durchgehen und mal ein bisschen schauen, was es denn da so gibt. Das löschen wir hier gerade mal. So, jetzt kann ich alle wählen. Mit dem Chat ist immer so ein bisschen doof, weil er jetzt hier unten ist, deswegen kann ich nicht mehr direkt noch alles eingehen. Ich bin immer so ein bisschen verzögert, wenn er Sachen geschrieben hat. Nimmst du nicht böse. Kleiner Tipp, wenn die Autos sich ein bisschen zu rutschig anfühlen, schau dir mal das Video von SimRacing 604 an. Hilft immens. Da muss ich auf jeden Fall mal reingucken, weil es fühlt sich minimal auf der Hinterachse ein bisschen zu loose an. Ich habe aber gedacht, das wäre, weil da Puttikas hat im Hintergrund hängen. Puttikas, der leider immer so ein bisschen dafür bekannt war, ein bisschen loosey zu sein. Ja, wie gesagt, Fahrzeuglizenzen haben sie einige sehr coole. Muss sagen, nicht die Lizenzen der jeweiligen Rennserie, weil zum Beispiel die Le Mans-Lizenz liegt jetzt bei Le Mans Ultimate, das da im Frühjahr ja kommen soll von den Motorsport Games. Aber sonst ist eine sehr, sehr geile Sache. Und man muss sagen, das Spiel ist halt einfach insane gut für Leute, die halt Bock auf was sage ich jetzt, Bock auf vor allem sowas hier haben, ein brasilianisches Fuck, aber Formelfahrzeuge. Oh, Trucks haben wir auch, das ist fett. Aber Formelfahrzeuge ist dieses Spiel gigantisch, vor allem hier die ganzen alten Formelfahrzeuge. Gen 2, ne, hier, guck mal hier, also da ist richtig geiler Stuff bei, auch wo haben wir hier Formula Retro, ihr seht, also hier ist richtig cooler Stuff bei Formula Ultimate, V10 Generation, V12, also wirklich, also wie gesagt, Formelfahrzeuge, Vintage, also ihr seht, ne, hier ist richtig krasser Shit dabei. Dann haben wir Gruppe C-Fahrzeuge, wie gesagt, ein bisschen was in Porsche Cars übernommen. GT1-Fahrzeuge, ne, hier auch natürlich Klassiker, können wir gleich genauer fahren. Und wie gesagt, was jetzt gerade neu reingekommen sind, halt die GT1, GT2 hier, GT3, Gen 1, Gen 2, GT4-Fahrzeuge haben wir jetzt hier drin, ein paar GT5 und natürlich hier die großen neuen LMDH-Boys, die natürlich jetzt hier dieses Jahr bei Le Mans antreten, was ziemlich geil ist. Und damals waren nicht alle, aber 963 BMW Hybrid und Cadillac Fossils ist, denke ich mal, ganz nice. Danny, dankeschön für die 1000 Bits. Vielen, vielen Dank, dankeschön. Ich muss echt überlegen, ob ich irgendwie dieses Tablet irgendwo anders hinkriege. Problem ist, hier vor den Fernseher stellen bringt mir überhaupt nichts, weil dann sehe ich nichts. Aber warte mal, ich muss mal gerade mal ein bisschen rumprobieren, weil ich würde gerne mehr lesen, was ihr schreibt. Ich muss so mich sehr da umgucken. Ich meine, wer das Rennen kann, kann ich es ja eh nicht machen, davon jetzt mal ab, aber ich krieg das da nicht hingestellt, ne? Ne, dann sehe ich selber nichts mehr, das bringt mir nichts. Ja, da müssen wir ein bisschen damit klarkommen, dass ich ein bisschen Delay im Chat habe. Und ja, wir werden uns halt auch ein bisschen durchprobieren mit dem Spiel. Streckenauswahl ist auch recht gut. Wie gesagt, die meisten müssen halt DLC kaufen. Es ist sehr viel brasilianischer Kram dabei, also wirklich insane viel brasilianischer Kram oder eben selbstgebaute Strecken, ne? Aber wir haben auch Brands Hatch, dann wie gesagt, hier haben wir den Nürburgring, Le Mans haben wir, ne? Dann haben wir Nürburgring. Und das ist halt das Krasse, jetzt wartet mal ab, 24 Stunden, bla bla bla, Grand Prix. Grand Prix hier Sprint S, es gibt also mehrere Varianten. Gesamtstrecke historisch, 1971 und jetzt kommt der geile Shit, die Südschleife. Das ist insaner Shit, die will ich auf jeden Fall mal fahren. Die bin ich noch in keinem Spiel der Welt gefahren, das ist ultra geil, das freue ich mich riesig drüber. Spielberg haben wir drin und ja, sonst wie gesagt die Auswahl okay. Die ist halt wie gesagt sehr viel DLC abhängig am Ende, da muss man halt ein bisschen schauen, was wir da so machen. Aber wir gucken gleich mal, was wir gleich mal fahren. Dankeschön erstmal an Vanquish für 10 Gift-Subs. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke für den Support. Weiß ich sehr zu schätzen. Und ich würde sagen, um euch einen kleinen Eindruck von der KI zu geben, fahren wir jetzt erstmal ein kleines GT3-Rennen, weil damit komme ich, denke ich, am besten einfach gerade rein. Die sind schnell, am einfachsten zu lernen. Oder GT4. Machen wir so ein schönes kleines GT4-Rennen. Wir machen so ein kleines GT4-Rennen mal auf Brands Hatch. Da habe ich jetzt mal Bock drauf. Wir machen mal ein GT4-Rennen auf Brands Hatch. Ja, machen wir das hier mal. Da habe ich gerade ein bisschen Bock drauf. Oder wir können die Lebowie machen. Da steht zumindest Fanatec drauf. Dann nehmen wir das hier. Komm.
auswählen. So, jetzt machen wir mal ganz kurz. Wir wählen uns Brands Hatch aus. Brands Hatch mag ich halt sowieso immer. Ist immer eine geile Strecke, kann man nichts mit falsch machen. Wir machen mal ein schönes, knackiges 3-Runden-Rennen gerade mal. Und die ganzen Einstellungssachen sind natürlich sehr Project Cars-mäßig. Was aber sehr positiv ist, weil, wie gesagt, das hat Project Cars halt wirklich... davon hat es so ein bisschen gelebt, muss man ganz klar sagen. Project Cars war schon sehr geil, was das Thema hier anging. Auch Wetter-Settings und so, hier Regen. Das sieht auch guck hier, das sieht doch alles einfach geil aus, muss man einfach sagen. Wir machen aber mal heiter. Wir gehen jetzt mal sanft rein. Starttyp machen wir ruhig mal stehend. Obwohl, wir machen mal fliegenden Start. Einführungsrunde lasse ich jetzt mal weg. Die kann man selbst fahren, wenn man möchte. Das speichern wir mal so. Und Training ist aus, Qualifikation ist aus. So, hier könnt ihr hinten noch einstellen. Hier aber gleiche Klasse. Ihr seht, maximal verfügbar. Kann ich noch mehr machen? Ne, mehr geht nicht. Da machen wir maximal verfügbar. Und dann kann man hier noch Aggressivität einstellen und die Spielerposition, wo ich starten will, und die Stärke. 90 ist natürlich noch weit von stark. Es gibt auch Maximum. Da wurde mir aber gesagt, ich soll auf hoch machen, weil bei hoch hat das Spiel das so eingestellt, dass die Fahrer unterschiedliche Aggressivität haben. Auf Maximum sind alle KI-Gegner gleich stark. Auf hoch haben die Fahrer eigene Fahrprofile und sind unterschiedlich aggressiv, was ganz cool ist, weil es natürlich dadurch ein bisschen realistischer wirkt, wenn die nicht alle gleichzeitig dir die Karre scheppern wollen. So, ich hoffe, Lautstärke passt gleich, müssen wir sonst gleich mal gucken. Ich habe es ein bisschen leiser gestellt, wenn es immer noch zu laut ist, müssen wir gleich noch mal kurz pausieren und neu einstellen. So. Kommt noch ein neues Forza-Video, wozu was? Also, ja, ich weiß, Daytona ist reingekommen, aber... Boah, nee, also ich will Turn 10 eigentlich gerade keine Aufmerksamkeit geben für ihr Spiel. Bin ich, also nicht böse gemeint, aber eigentlich haben sie es nicht verdient, dass wir denen jetzt gerade irgendwie eine Plattform bietet. Weißt du, wie ich meine? Also, sie haben zwar gesagt, ja, wir wissen, dass wir scheiße geworden haben, aber bevor sie die nicht gerade biegen, finde ich da irgendwie, bin ich nicht so. Ja, naja. Immer. So. Ich weiß nicht, ob der Timeout jetzt auch, was ich das so geschrieben hat, wie er es gemeint hat, aber ich habe es jetzt mal rausgenommen. So, wir starten von P, wo sind wir denn? P17. Das ist mittelfeldig? Okay, das ist sehr mittelfeldig. Ja, oben haben wir alle Infos. Wie gesagt, es ist sehr, sehr viel Project Cars im Hintergrund, halt nur viel, viel überarbeitet, deutlich verbessert worden. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal rein. Ich guck mal gerade, was den Ton sagt. Nebenbei erstmal Chrissy, willkommen im 16. Monat. Danke für den Resub. Dankeschön. Das ist immer noch sehr laut, fällt mir auf. Okay, meine Fresse, das Spiel laut, das ist echt übel. Das ist immer noch zu laut. Ich habe schon auf 60%, wo soll ich denn noch hin? Gehen wir mal auf, keine Ahnung, 35, auf 40. Ob das besser ist. Ja, komm, 40 machen wir jetzt mal so. Wir wollen ja auch ein bisschen was hören. So, dann schauen wir mal. Erstes kleines Rennen hier im Stream. Mit Automobilista 2 hier im M4 GT4. Boah, Junge, come on. Hopp, sorry, ich hänge im Gang. Ich hab gedacht, wir wären schon einen Gang weiter. Waren wir nicht. Und ein bisschen auf die KI achten, wie gesagt, die fährt sehr, sehr nice, fährt sehr, teilweise auch schön aggressiv. Macht doch mal Fehlerchen! Fuck, Alter. Wo wir gerade mal Fehlerchen sind. Ich habe meinen Simrig erst vorhin neu eingestellt, weil ich in den Kommentaren wurde mir mehrfach gesagt, Lukas, du sitzt zu weit weg. Jetzt sitze ich nah genug dran, jetzt kriege ich die Kiste nicht mehr abgefangen, weil ich mir erstmal wieder an die neue Sitzposition gewöhnen muss. Ah. Wir kommen rein, es dauert ein bisschen. Ja? Wir kriegen das alles hin, es dauert. So, noch einmal. Deswegen, bevor ich kompetitiv in den Spielen gehen will, würde ich ja erstmal ein bisschen üben, damit ich hier halt erstmal grundsätzlich ein bisschen Fahrpraxis habe, dass es nicht peinlich wird, muss man ganz klar sagen. So, dann schauen wir mal. Zweiter Versuch. Oh, ihr seid aber früh dran hier, Jungs. Ist ja nicht früh dran, aber Camaro hat auf jeden Fall leicht geankert. Ja, leicht hier gerade in der Wiese, der Junge. Ob wir uns da vielleicht außen rum vorbei sneaken können? Nicht so wirklich. Da muss ich gerade erstmal kämpfen, dass ich auf dem Asphalt bleibe, nicht in die Wiese rutsche. Außenrum hier am GT4 vorbei. Oder auch nicht. Da kriege ich erstmal einen kleinen Schlag in die Seite. Boah, das macht so Bock, ne? Es ist so, so gut zu fahren. Ey, wie gesagt, ich habe immer die ganze Zeit gedacht, aha, brauche ich einen Simwick? Ne? Du kannst auch einfach am Schreibtisch fahren. Aber bin ich ehrlich,
Ja, also das Geld, was ich hierfür ausgeben müsste, ich bisher keine Sekunde. Also es ist bisher, ich glaube, wie gesagt, wie ich es im Video schon gesagt habe, einer meiner besten Ausgaben für mein Setup jemals, weil es einfach die ganze Experience dieser Spiele so hart ändert. Oh, da kommt ein Merofahrer, möchte aber hier wissen. Komm mal her, Bruder, probier's doch. Dann probieren wir hier, kommen wir hier beim Cayman in rein. Oh, ein bisschen innen die Lücke nutzen, nicht so früh aufs Gas. Bisschen Traktionskontrolle haben wir, fahren werkseitige Fahrhilfen, also das, was halt in der Rennserie gefahren wird. Deswegen ein bisschen Traktionskontrolle haben wir. Ah, da war ich ein bisschen spät dran. Boah, alles gut, ist irgendwie gut gegangen. Boah, ich war im Rückspiegel auf den Camaro fixiert und habe nicht auf meinen Vordermann geachtet. Sollte mal vorausschauen, fahr nicht zurückschauen, weißt du, wie ich meine? Boah, hier bei der Kurve will er immer ganz schön viel mit dem Arsch kommen. Warum drehen wir uns ein? Fuck! Oh, warum hat er mich denn jetzt mit dem Arsch überholt? Hab ich zu viel zurückgeschaltet, zu viel gebremst? Scheiße, ich weiß nicht, was sein Problem gerade war. Boah, da ist er mir aber richtig fies bei der Bremse quer gekommen. Jetzt kriegt mir so eine leichte Hinterachse. Hoppala! Okay, gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hat man vielleicht auch gemerkt an meinem Fahrstil. Puh. Oh, come on. Ein bisschen wieder aufholen. Er hat im Erklärung sogar echt ganz gut Tacht auf den Tür gespielt, aber ich habe die Chance nicht genutzt. Nächste Kurve bremsen wir uns jetzt aber rein wieder hier. Auf Startziel gehen wir einmal in rein. Ja, und dann auch vorbei. Na, nicht so wirklich. Ne, der kontert nämlich sofort. Er ist nämlich direkt neben uns. Und da haben wir noch einen AMG dahinter uns, der auch hier mitmischen möchte. Oh, ich bin zu spät. Ich bin zu spät dran. Oh. Ja, das wird direkt eiskalt genutzt. Boah, von beiden vor allem, Junge. Ja, mich dann ausbremsen? Komm. Mach nicht diesen. Boah, come on. Leicht ein bisschen schubsen, ein bisschen die Lücke größer machen. Okay, jetzt habe ich ihn ins Kies geschubst, das war ein bisschen assi. Ja, der war auch ein bisschen all over the place gerade, der Kollege. Oh, komm schon. Kriegen wir in der letzten Kurve noch? Oh, und das Näschen reinhalten? Nee, macht zu. Da hat jemand gar keinen Bock. Gut, dann gibt es dieses Rennen. Plätze verloren, keine gewonnen. Boah, ich weiß aber, warum ist mir da mit dem Arsch so weggegangen? Ich weiß es gar nicht, ey. Ich verstehe nicht, warum er mir damit so mit dem Arsch weggewandert ist. Ah, Mann, ey. Ja, schade. Aber trotzdem, es ist so, wie gesagt, es fährt sich so gut. Ich liebe dieses Spiel, wirklich. So, jetzt können wir wieder ein bisschen auf Chat eingehen. Jan, Dankeschön für 2 Bits und Memphis. Willkommen im 41. Monat. Wie ihr merkt, während ich Rennfahrer kann ich überhaupt nicht auf den Chat eingehen. So ein bisschen das Problem. Ah. Der Gurt lag nicht richtig genau, ja. Aber ja, wie gesagt, ich mag halt die KI, die macht halt so Böcke. Das ist so gut. Ich muss dir auf jeden Fall mal, was ich unbedingt mal machen will, gerne ein Rennen auf der Nordschleife mit den GT3ern machen. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich sehr viel Bock drauf. Ich hätte gerne, wir machen mal, ich will Gen 2 fahren, weil da gibt es den 992 und ich das Ding einfach absolut liebe. Ich finde das Ding einfach auch optisch einfach ein absolutes Brett. Guckt ihn euch an. Das ist aber echt ein schönes Auto, ne? Der 992 GT3 R ist halt auch einfach ein Brett von Fahrzeug. So,
Wir gehen einfach mal, komm mal, eine kleine Runde Nordschleife, ein bisschen Oberarmtraining. Ich merke echt, ich bin so ungewohnt, mit dem Lenkrad zu fahren, das merke ich halt wirklich. Wir nehmen ruhig die Komplettvariante, dann machen wir auch nur ein kleines wunderbares Ründchen, machen wir mal. Bap, bap, bap. Wetter, gibt's auch Nebel? Vielleicht Nebel hätte ich ganz gerne. Nebel mit Regen, stark Nebel, Nebel. Nebel mit Regen, starker Nebel, diesig. Diesig ist gut, wir wollen diesig. Das passt für die Eifel, diesig ist ganz gut. Wir machen mal 12 Uhr. Ja, das passt auch soweit. Start fliegend, ja, ja. Das passt alles, wunderschön. Gucken wir, ob Gegner so passen. Maximal verfügbar 23, na gut. Schade, das passt aber so. Und ja, das geht, da gehen wir einfach mal rein. Komm, eine kleine Runde Nordschleife zur Eingewöhnung. Jan, danke schön für den nee, hat man schon. Mein Gott, ich bin gerade so irritiert, weil er was geschrieben hat, wenn nicht, es tut mir wirklich leid. Multiclass mit allem, was Gott verboten hat, geht auch. Müsste ich gleich mal gucken. Also Multiclass geht auf jeden Fall. Kann ich euch gleich zeigen. Es gibt auch Voreinstellungen, was ziemlich cool ist. Also zum Beispiel, wenn du hier LMDH mit den GT3 zusammenfahren willst, geht das auch. Und so Kram. Also da geht ein bisschen was. Wir müssen ja mal gucken, wie viel Multiclass geht. Wir können mal schauen, was wir alles einstellen können. Ich weiß, dass man, das weiß ich auch dank dem Andi, also Andi Knight, dass man Formelfahrzeuge Offroad fahren kann. Also dementsprechend, das Spiel lässt schon viel zu. Weil ja, wie gesagt, keine offiziellen Rennserien genutzt werden. Und da müssen wir gleich mal schauen. Wenn das geht, können wir da ein bisschen rumprobieren gleich mal. Wir können auch mal Rallycrossen so testen. Leider muss ich das natürlich mit dem Wii machen. Wie gesagt, der andere Aufsatz hält nicht, weil ich die Schraube nicht mehr habe. Aber ja, gucken wir dann mal. Gut. Schöne Runde. Nordschleife. Es ist laut schon wieder. Mein Gott, das Spiel hat aber auch eine Lautstärke. Eieieiei. Wir haben es leicht diesig, was ich ganz gut finde, weil wir fahren in der Eifel. Es ist immer gleich diesig in der Eifel, sind wir mal ehrlich. Nein, nicht verlassen. Nee. Wollen wir da fahren? Also passt von der Lautstärke. So kann ich ein bisschen brüllen. Muss mich jetzt eh konzentrieren, dann gucken wir mal, was so geht. Schauen wir mal. Ich mag den bei den neuen FGT3 eher. Ich bin aber noch nicht auf der Nordschleife gefahren. Keine Ahnung, wie das jetzt ausgeht. Wir werden es herausfinden. Schauen wir mal. Bin sehr, sehr großer Fan davon, dass das Tracking, also wo andere Fahrer sind, das Spotting-Tool direkt im Sichtfeld oben ist. Weil man das so direkt sieht, weil ohne Triple Screen fahre ich ja sonst blind links, rechts. Und ich muss ein bisschen Übersicht haben, wo ich einen Konkurrenten habe. Den M4 drücken wir mal ein bisschen beiseite. Oh, ja, ja, genau, da hat sich, ja, da hat noch ein M4 mal kurz sein Näschen reingeschoben. Ich wollte noch weiter innen rein, weil ich an dem Porsche vorbei wollte, dann habe ich aber nicht drauf geachtet, dass er da noch ist. Ja, ja, Umsicht ist alles. Ich bin mal gespannt, was im Tempo die Jungs da oben durch die Kanne durchkrachen. Wobei ich sagen muss, ich bin ja gerade mal auf 90er Schwierigkeitsgrade. Die können noch deutlich schneller alle. Ein bisschen weit raustragen lassen. Alles gut, ne, mir ist jemand, aber die nächste Kurve gehört mir, also alles fein. So, wir biegen auf die Nordschleife ab. Boah, Junge, wo kommst du? Ey, der 911 hinter mir willst du aber wissen, ne? Der sucht Lücken, wo aber echt schon noch hart fast keine mehr sind. Oh, boah, Alter, die Bodenwelle. Heieieiei. Boah, hallo, mein Gott, ist das hier uneben. Er hebt die Kiste die ganze Zeit hinten weg. Oh. Hier hat es kurz gekracht. Da stand jemand. Das Coole ist, mit dem Update kamen jetzt auch, passend zu Le Mans, auch die Full Course Yellow Sachen rein. Weil zum Beispiel auf Le Mans und Nürburgring, die sind ja beim 24-Stunden-Rennen, kann ja kein Safety Car rauskommen. Strecken sind dafür zu lang. Dafür gibt es dann Full Course Yellow, dass einfach dieses virtuelle Safety Car herrscht, gewissermaßen. Das finde ich sehr cool, dass sie das eingebaut haben. Safety Car gibt es aber auch in so Kram, aber wie gesagt, wir sind jetzt gerade im Einsteigen meiner Sim-Racing-Sache hier. Wir werden noch viel gemeinsam entdecken. Oh, ich bin die Kurve nicht so schnell gefahren, wie es ging, glaube ich. Oh, willst du jetzt echt vorbei hier? Oh, Bruder, mach nicht hier. Komm, geh weg, lass bleiben. Ich will wieder rüber. Komm, danke.
Oh, die beiden M4s vor mir wollen es aber unbedingt wissen, ne? Ja, die sind hier gerade parallel durch. Ich liebe die KI in dem Spiel, ne? Ey, die hat teilweise Eier, die hast du als echter Macher nicht. Alter, ich hasse super coole Duelle mit denen. Und vor allem siehst du auch super coole Duelle. Also die fahren auch mit Sicherheit nicht nur an so einer Perlenschnur, sondern die beiden da vorne, die geben sich gerade gar nichts, die beiden M4s. Oh, jetzt hier runter, in die Senke rein. Links in den Curb. Und am Bremsen. Ja, ein bisschen langsam, was ich immer daran sehe, wenn mein Porsche-Buddy hinter mir mir seine Scheinwerfer auf Rückspiegelhöhe ballert. So oft kontern, weil er mir immer wieder wegschmieren will. Ja, das hier zum Beispiel. Nee, nicht hier rein jetzt. Oh, Junge! Bist du mir hier zu zweit durch? Bist du denn bescheuert? Boah. Okay, das macht Bock. Ich habe keine KI, mit der ich so Duelle fahren kann wie hier. Das ist schon wirklich, wirklich gut. Boah, bisschen viel auf der Bremse gewesen. Hab ich ein bisschen gelockt. Nochmal wieder nach vorne jetzt ein bisschen rankommen, weil ich mich die ganze Zeit nach hinten verteidigen muss. Das ist natürlich nicht hilfreich, wenn man aufholen möchte. So, jetzt heißt es mal Vollgas. Ich merke auf jeden Fall, dass Simracing ein sehr, sehr gutes Armtraining ist. Und dabei habe ich nicht mal ein Direct Drive für und ich merke schon, wie das in die Arme geht, ey. Eieiei. Aber ich bin auch ein Lauch, was Muskeltraining angeht. Das muss man fairerweise einfach sagen. Oh, auf die Wiese gekommen. Oh, abgefangen. Hätte jetzt auch mal nach hinten losgehen können. Okay, ja, jetzt können wir ein bisschen mehr durch den Schnellabstieg, konnten wir ein bisschen aufholen. So, Richtung Karussell. Oh, ja, überhol mich jetzt nicht außen, du Arsch. Das macht man nicht. Was bist du denn für einer? Karussell außen überholen. Ich glaube, es hackt. Haben wir Grenzen, Kollege. Das Gute ist, er wurde jetzt dafür überholt. Boah. Ah, sind wir viel am Tänzeln. Also ein bisschen so der Weg zwischen Bremse und Gas ist manchmal ein bisschen tricky herauszufinden. Wie viel Gas kann ich, wie viel Bremse kann ich, bevor meine Hinterachse meint, mal ganz kurz zu intervenieren. Kommt denn hier gerade zu viert da oben? Jetzt hier runter ins Brünnchen. Ah, komm. Alter, was da vorne gerade abgeht, ne? Das kannst du keinem erzählen. Okay, der Körper ist so hoch. Einmal aufsetzen, vermutlich. Boah, Junge, ist das hier ein Tanz? Na, da haben wir aufgesetzt. Da gab es auf jeden Fall gerade einmal Kratzgeräusche. Junge, ich bin so am Arsch nach einer Runde hier. Es wird aber nochmal ein enger Kampf hier auf den letzten Metern. Das kleine Karussell. Oh, das sieht aber besser raus als der M4. Ja, der macht mir aber auch außen die Linie dichter als dicht. Müssen wir den Exit hier vernünftig kriegen auf der Stadt, auf der langen Göttinger Höhe. Vielleicht ein bisschen was gut machen können. Exit war nicht optimal, aber wir haben genug Windschatten.
Oh, Junge! Come on! Jetzt gibt es noch Windschattenduelle hier. Porsche hin uns hat abreißen lassen, der ist nicht gut genug rausgekommen. Glück gehabt. Mal schauen. Boah, ja, super. Was soll ich denn hier überholen? Ach komm, probier jetzt aus, drum. Was soll ich? Ohne Risiko keinen Gewinn. Gib ihm! Wiese. Außenrum, Junge. Weiter am Gas, weiter. Nein, da war der M4. Scheiße. Fuck. Ah, Mann. Ah, da war der M4 mit seiner Nase noch neben mir. Mist. Verdammt. Ah. Zu viel gewollt. Shit. Ah. Ja, ich dachte, der M4 wäre schon weg. Der war noch mit der Nase drin und der hat mich dann leider nach links in die Leitbahn gegebelt. Shit. Aber trotzdem, es hat das Bock gemacht. Er ist so gut. Oh, es ist so gut. Ich liebe alles hier ran. Es ist wirklich super. Ah. Ja, stimmt, wir nehmen die Hardcore gleich mal probieren, ja. Zertifizierter Fandor, Brüder, Moment. Stimmt, die haben sich exakt so weggeschossen. Wegen dem, das passt schon noch. Ja, das passt halt nicht. Es müsste Multiclass gehen, ne? Identisch, gleiche Klasse. Multiclass, guck mal. Jetzt gucken wir mal, was wir alles am Multiclass zusammenballern können. Deswegen würde ich interessieren, wo das Spiel Grenze zieht. Wie viel Multiclass können wir denn machen? Wir machen mal GT3 Gen 2. Yep. Okay, jetzt müssen wir noch eine andere Klasse nehmen. Dann nehmen wir zum Beispiel... den Carrera Cup, der fährt noch mit. Kann ich noch. Wie viel Klassen kann man denn wählen? Shifter-Cards machen? Oh Gott. Ja, okay, wir machen mal eine ganz wilde Mischung. Okay, dann nehmen wir den Carrera Cup mal kurz wieder raus, weil wir haben hier schon Porsche. Wir machen mal die Shifter-Cards rein. Boah, 125 Kubikzentimeter Cards. Nehmen wir mal Shifter-Cards, alles gut. Dann fährt noch ein bisschen. Haben wir einen Bock drauf? Komm, LMDH kann ruhig mal ein bisschen mitmischen. Die Copper Truck, warum nicht? Ein paar LKWs. Wie viel darf ich noch? Gibt es Feierabend oder kann ich machen, was ich hier lustig bin? Wir haben ein paar gewissen Gruppe A noch. Gibt es hier kein Limit? Oder darf ich machen, was ich will, spielen? Bist du dir sicher? Komm, ein bisschen Formel V10. Ich habe keine Ahnung, wie viel es gibt. Es gibt eine Menge. Holy shit. Maximal verfügbar. 23. Das liegt auf der Strecke, glaube ich, ne? Warte, wir nehmen alle Strecke. Und dann Rallycross. Stimmt. Und wir fahren gleich mal Rallycross, keine Sorge. Wir nehmen jetzt mal kurz eine normalere Strecke. Wir nehmen mal Montreal. Montreal finde ich ganz geil. Die fahre ich so auch ganz gerne. Oder nehmen wir im Spielberg. Spielberg nehmen wir. Wir nehmen mal Spielberg in der langen Variante auswählen. Wir machen mal 5-4 Runden, weil ich natürlich gucken will, ob wir überrunden können. Wir machen mal 5 Runden, weil wir haben ja Karzen so dabei. Diesig muss jetzt nicht unbedingt sein. Da ist schon heiter. Okay. Dankeschön. Wir fahren mal weiterhin. Ne, wir fahren LMDH. Ich will mit überrunden da sein. Ich fahre einen LMDH. Wir nehmen den Porsche. So. 5 Runden. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt gibt. Ich sag euch, wie das ist, Alter. Maximal verfügbar. 31 können hier fahren. Auf der Nordschleife, wir können weniger als auf Spielberg fahren. Okay, das ist ein bisschen eine wilde Sache. Ja, ich kann aber, was jetzt passiert. Wir gucken mal. Das ist das Schlimme an dem Spiel. Das geht halt auch. Ich bin mal gespannt. Rallycross müssen wir gleich mal probieren. Ich habe Rallycross noch nicht gespielt. Problem ist, ich weiß nicht, ob Rallycross mit dem Formel Wheel so geil ist. Gucken wir gleich mal. Aber das ist halt cool, weil das ist auch so ein bisschen der Charme, der von Project Cars mit rüberkommt. Dass du halt einfach komplett wilde Mischung machen kannst, die normalerweise nicht gehen, weil Lizenzen, bla bla bla. Wenn ihr ja zum Beispiel die offizielle Le Mans Lizenz hast, geht das ja auch nicht. Die haben ja einfach nur die Le Mans Fahrzeuge. Das ist ja nicht die Lizenz. Die Lizenz liegt bei Le Mans Ultimate. Dadurch kannst du halt so Kram hier machen. So, wir starten. Oh, die V10 starten vor. Dann haben wir ein bisschen GT3. Sind wir hier in der LMDH-Klasse. Also, ihr seht es nicht, weil ich davor bin. Aber, glaubt es mir einfach. Ja. Ich muss mal gerade ganz kurz euch nur das kurz zeigen. Man könnte meinen, welche Namen könnten das sein? Dave Coulter. Nee, keine Ahnung. Markell und Rulf Fenstermacher. Zwei Brüder, zwei Deutsche. Nee, keine Ahnung, wer das sein könnte. Nick Heinrich. Nee, leuchtet gar nicht. Wie kann so.
Es ist halt einfach geil, wie sie die Originale so komplett gebatschert haben. So David Coulthard, Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Nick Heidfeld. Das ist schon gut. Sie haben einfach, ja, irgendwie müssen wir uns ja damit einigen, dass wir irgendwas hinkriegen. So, ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt passiert. Hinten starten die Karts, ne? Gruppe A, Trucks. Warum starten die Trucks zwischen den Karts? Und hinten haben wir noch einen Safety Car. Na gut. Ich weiß nicht, warum der eine Truck da hinten startet. Naja gut, wir schauen mal. Ich bin jetzt sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Bin gespannt, ob wir die Karts überrunden. Aber ich denke mal, bei 5 Runden sollte das schnell der Fall sein, hoffe ich doch mal. Und ich bin mal gespannt, ob die NMDAs langsamer sind als die alten Formel... Wie gesagt, vorne V10 Formel 1 Fahrzeuge. Wir schauen mal. Here we go. Krass, wie schnell die Formel 1 V10s sind. Junge, Junge. Ich muss gerne nochmal Formelfahrzeuge fahren. Ich noch vor ein paar Minuten. Ja, ich habe Bock auf kompetitive, seriöse Sim-Racing-Action. 5 Minuten später, LMBH, Formel 1 Fahrzeuge, Renntrucks und ein paar Shifter-Karts auf eine Rennstrecke geballert. Und mal gucken, was passiert. Aber ich finde es cool, dass das geht. Es gibt genug Spiele, die jetzt sagen, aber das ist ja Spaß, das ist ja nicht realistisch. Ja, mir doch egal. Muss ja nicht realistisch sein immer. Okay, der LMDH Porsche fährt sich schon insane krass. Boah, das ist ein Grip-Monster. Ja, das war jetzt dumm. Ich wollte außen rum vorbei, aber ich kann nicht extenden, wenn ich schon außen in der Kurve bin, Mann. Wo soll ich denn hin extenden? Ja, ins Kiesbett, wie wir gesehen haben. Das war jetzt nicht so smart. Bisschen schnell. Eine Verwarnung gab es schon mal. Vielleicht du, da gibt man natürlich das zweite hinterher. Nee, noch nicht, alles gut. Nein, Cadillac jetzt nicht überholen. So lustig, dass man das Forza Cover Car in anderen Rennspielen viel effektiver nutzen kann als im Forza selber. Ist halt egal, dass das Cover Car nicht mal Teil der Singleplayer-Kampagne ist. Naja. Ich bin mal gespannt, wann wir auf die Karts stoßen. Ich bin ein bisschen überbremst. Und daran gehört, dass meine Reifen blockieren. Ich da gerade mal ein bisschen Temperatur reinjage. Ja, innere Reifen wieder stehen geblieben. Ohne ABS ist das Ding schon tricky, ey. Okay, doch haben wir auf die Karte nicht aufgeholt. Das hätte ich nicht erwartet. Also wir sind jetzt in Runde 3. Ich habe auch keinen Kart gesehen. Boah, Junge. Ohne ABS hau ich mir so. Ich raume hier reinweisen Bremsplatten in diese Kiste rein. Ne? Das ist insane. Sind echt schnell die Karts, kann das sein? Formel 1 Fahrzeuge sind auf jeden Fall schon über alle Berge. Die fahren ihr eigenes Rennen mittlerweile. Hat er hier auch. Gerade extenden, weil der BMW hier meinte, mal kurz seine Nase reinzuschieben. Die Trucks sind flott, ey. Hätte ich gedacht. Ja, bremst. Geh von der Bremse runter, Mann. Bremst du denn so viel? Ah, da unten sind auch wieder Punkte gerade unten auf der Map aufgetaucht. Das kann ja auch die Formelklasse sein. BMW geht mir so auf die Nüsse. Jetzt verpiss dich. Er fährt so all over the place. Jetzt krieg ich ihn aber. Ach, komm schon. Ah, da vorne wird überrundet, glaube ich. Oder?
Ja, da sind die Karts. Wir sind bei den Karts angekommen. Wie das aussieht. Und die LKWs sind auch da. Oh! 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 Ja, da sind die Karts. Da sind die LKWs. Ich hab ein bisschen Schiss, da hinten reinzustechen, bin ich ehrlich. Kriegen die auch schön blaue Flagge, Jungs? Boah, Junge, was die mucken! Guckt euch mal die schwarze Rauchwolke an! Junge, sind die am Qualmen! Guckt es mal an, ey! Oh, Mama! Moin, moin! Ich muss mal hier durch, du Dude. Oh. Ja, ja. Das. Oh Gott, oh Gott! Das fühlt sich echt nicht sicher an. Ist es sicher auch nicht. Eieiei. So, letzte Runde. Mal gucken, ob wir auf die Gruppe A noch aufholen. Die DTM-Bulli, die müssen ja auch noch irgendwie hier rumeiern. Dann schieben wir uns erstmal auf P1 in der Klasse vor. Boah, zu spät. Na, zu spät, zu spät, zu spät. Au, 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 au. Aber krass, dass die alten Gruppe A-Fahrzeuge so flott sind. Und wir haben Gruppe A doch ausgewählt, oder? Ich meine, Gruppe A sollte mitfahren. Oh, sorry, Bro. Ja, okay, da habe ich mich jetzt einfach selbst vollkommen war da mit Bremspunkt. Scheiße. Ah, dumm. In der Kurve kann man halt viel später bremsen. Die 90er IKI ist da ein bisschen vorsichtig. Gut, ich kann es verstehen, oder? Aber jetzt würde ich da vielleicht auch jetzt nicht komplett im letzten Moment das ankern wollen. Ah, dumm. Merke das, was ich meine? Ich muss auch gleichmäßiger werden für kompetitives Fahren. Weil wenn ich nur 3-4 Runden immer schaffe ohne Unfälle, reicht das noch nicht für Multiplayer-Rennen. Muss man ganz klar sagen. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ah, da sind die Gruppe A. Das sind aufgeholt. Wir haben sie aufgeholt. 5 Runden brauchst. 5 Runden brauchst du, damit wir die aufholen. Ich hätte gedacht, wir bräuchten weniger. Also ich habe gedacht, wir bräuchten deutlich weniger. Aber das war sehr wild. Nee, Automobilista 2 gibt es schon ein bisschen länger. Aber jetzt groß geworden, dadurch, dass es ein relativ großes, sagen wir mal, Singleplayer-KI-Update bekommen hat. Und was war auch noch? Ja, und das Le Mans Update kam ja. So, wir probieren mal. Oder wir haben Rallycross drin, ne? Kopieren nach Standort, Land, Great, Standort. Was ist denn Great? Ach so, historisch. Headlight historisch. Oh, das ist krass. Aber gibt doch Rallycross. Weil Rallycross-Fahrzeug gibt's aber, ne? Müsste ja geben. Alphabetisch. Na, Typ, dankeschön. Gab's nicht Rallycross? Oder ist Rallycross ein DLC? Nee, ja, hoffe ich aber nicht, das wäre ja wild. Formel, V12, Caterham, Superlight, Stockers, Supercar, was ist ein TSI-Car? Ach krass, das ist ein Polo, Volkswagen-Cup, Polo-Cup, what the fuck? Volkswagen Virtus, okay, ja. Super Streetcars, Vintage, Opala, wo ist denn Mini-Cup? Mini-Cup klingt auch ziemlich fancy. Klingt da sehr viel Spaß, um ehrlich zu sein. Stocker Pro Series, gibt's keine? Gibt's keine. Warte mal, gibt's Rallycross nicht Vanilla? Das ist ziemlich cool mit dem Evo. Aber ich suche gerade Rallycross. Parler, German Hot Cars. V12. Ist das wirklich ein DLC?
Ich hab mal kurz gucken, ob das ein DLC ist, die Rallycross-Sache. Ja, super. Zurück zum Spiel. Ist das DLC? Ich weiß es gerade gar nicht, weil ich finde hier keinen Typ, brasilianische Serie, Prototypen, Tourenwagen, historische Tourenwagen, Formelwagen, Oval, Club, Straße, Kart, alle, hä? Alphabetisch, dann müsste er wie Rallycross sein. N-O-P, Q-R, S, ja, das ist schon bei R. S. Ist nicht DLC, ich glaube, das wäre bescheuert. Ja, wie komme ich denn hier in den Shop rein, Mann? Hoppla. Machen wir es so. Shop-Seite. Ne, Zusatzinhalte. Dammit, egal. Das ist DLC, kann nicht DLC sein. Das ist ein fucking Vorschaubild von einem vom Multiplayer. Endurance Pack, Hightech, Historie. Ah, das ist echt. Wow. Übrigens Dirt Racing to. Ah, das ist echt ein DLC. 18,99. Okay, wir fahren heute kein Rallycross. Nicht für 18,99. Nee, nee, nee. Da kaufe ich erstmal andere Strecken. Ah, Capture Card, komm wieder, bitte. Jetzt müssen wir das Spiel auch wieder Vollbild kriegen. So. Hallo. Ey. Ich hätte gerne. Warum kann ich es jetzt nicht mehr Vollbild machen? Oh, Junge, warum hat sich die Settings jetzt resettet? Das ist ja dumm. Leistung. Vollbild. Warum ist das nicht mehr Vollbild? Ich glaube, ich kann das Spiel gerade einmal beenden. Das möchte ich nämlich nicht mehr. Ist gut, ich komme nicht mehr in Vollbild rein. Aber es kostet die 18,99, Junge. Okay, das ist übel. Nee. Dann fahren wir erstmal normale Rennen heute. Da gebe ich das Geld gebe ich anders aus. Nicht für Rallycross. Weil da spiele ich dann einfach Dirt Rally oder so, glaube ich. Aber ich finde es geil, dass das Vorschaubild für den Multiplayer einfach eine Kategorie ist, die du am Ende gar nicht einfach Vanilla fahren kannst. Das ist natürlich auch eine geile Nummer. Das kann man machen. So ein bisschen wild. Naja. Dann fahren wir Dirt und so weiter in Assetto Corsa. Wo es wahrscheinlich trashiger ist. Ich glaube, das dürfte sich hier ganz gut sogar fahren. Wir können jetzt gerne mal Formel, was ich mal fahren will. Ton ist noch da. Ich will alte Formelfahrzeuge mal fahren. Da habe ich Bock drauf. Und die alte Nordschleife, die auch mal fahren. Da habe ich auch sehr Bock drauf. Auch bei Sachen, die ich auch wieder machen will. Alphabetisch, Alttyp, brasilianisch, Prototypen, GT-Tourenwagen, historische Rennwagen, Formelwagen. So, hier haben wir F3, Formula Junior, Retro, Class Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4. Okay, das ist ganz schön geil alles. Das ist wirklich alles ganz schön geil. V12, V12-Ära wäre aber schon, V10 wäre aber auch geil. Ach, wir haben den McLaren MP4 haben wir sogar drin. Wir haben sogar einen lizenzierten Formel 1 Wagen drin. Oh, das ist sexy. Das ist ganz schön sexy. Oh, wir fahren den alten McLaren hier, aber rein da. Gibt's noch andere Livuis, aber nee, wir nehmen den da. Wir nehmen genau den hier. Wie wär's mit den Offroad-Buggies in der Spar-Cross-Rally-Strecke? Ja, die kosten beide Geld. Die sind nicht Vanilla enthalten, wie wir gerade gesehen haben. Fahrzeug, aber es war schon gut, Vanilla, ja, kann man nicht meckern. Wie gesagt, sehr, sehr viel DLC-Content, habe ich ja gerade gezeigt, gibt ultra viele Fahrzeuge noch extra, also, das ist schon ganz gut. So, wir fahren jetzt aber nicht, wir fahren mal Montreal ist eine schöne Formel 1-Strecke, ich finde die gut. Ja, wo ist denn der Schied zwischen den beiden? Ah, historisch. Ja gut, ne, 88 ist vielleicht ein bisschen alt für das Auto, das macht keinen Sinn. Machen wir mal 4-Runden-Rennen raus, reicht mir, glaube ich, speichern. Wetter kann ruhig schön sonnig sein. Starttyp stehend, weil wir sind ja Formel-Fahrzeuge. Das macht ja sonst keinen Sinn, das ist ja Quatsch. Und wir machen keine Multiplayer-Klasse, maximal verfügbar. Speichern und Reinder. So, dann gucken wir mal. Ich werde mich sicherlich vollkommen wegwickeln, weil das Ding hat, glaube ich, Elektronik gar nichts. Ja, wunderbar. Ich habe gerade schon mit Traktionskontrolle an Probleme gehabt. Das Ding wird mich jetzt umbringen, vermutlich. 748 PS auf 600 Kilo. Ja, wunderschön. Aber aus dem wunderbaren V10. Ich hoffe, das Ding schreit jetzt wie ein Bekloppter. Ich hoffe richtig, dass wir so richtiges Geschrei bekommen. So. Oh, man sitzt auf jeden Fall am Arsch der Heide. Ach du Scheiße. Oh, ist das laut. Okay, egal. Komm, dann müssen wir jetzt durch.
Junge, das ist der dritte auf der Kanonenkugel. Oh, aber, oh, okay, und kein ABS haben wir auch nicht. Ja, natürlich nicht. Wenn wir schon, ah! Boah, Junge, das mit VR muss ja ein kompletter Drogentrip sein, Junge. Da ist ja alles den Scheiß gegen. Junge, gib mir das ein Grinsen im Gesicht. Das ist ja der Overkill-Shit. Oh, ist das geil. Scheiß auf die Formel 1 Spiele. Kurz mal drauf gespuckt. Kurz hier mal in, mal rein. Guten Tag, mal kurz. Oh, okay, wir haben nicht so oft schnell Grip, wie ich dachte. Eieiei. Man hat so das Gefühl, man könnte komplett durchlaunchen wie so ein Berserker. Aber nee, 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 da kommt nochmal kurzer Schlupf. Da kommt nochmal kurzer Schlupfmoment. Und dann ist richtig Feierabend. Eieiei. Oh, okay, die Körbe sind hoch. Aua, 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 aua. Meine Kurve, Bruder. Puh, Schlupf. Bin ja so froh, Steam Break zu haben. Das ist also so eine Welt von Spielen, die ich mir überhaupt nicht angeschaut hätte mit dem Controller. Oder mit dem Lenkrad am Schreibtisch. Und ich entdecke gerade so viele geile Sachen für mich. Es ist wirklich wie so ein Süßigkeitenladen. Bisschen teurer Süßigkeitenladen, aber am Ende ist er rewarding. Man hat Spaß und kein Karies. Boah, das ABS ist wirklich... Im letzten Moment packt die Bremse so asozial zu. Musst du so aufpassen, nicht einfach das Bremspedal durchzuhämmern. Machst du das so den Reifen kaputt. Man sieht es ja unten rechts, seht ihr ja die Reifenverschleißanzeige und mein vorderer linker Reifen, ich sag mal so, dem geht's gar nicht gut. Der hat aufgrund meiner Bremseskapaden hier schon das ein oder andere, boah, Junge, Leben ausgehaucht. Wir sind gerade in Runde 2 von 4 und ich schrot den jetzt schon, als gäbe es keinen Morgen mehr. Oh, okay, das Rückschein hätte ich da sein lassen sollen, da ging mir kurz der Arsch durch weg. Nein, mein Lenkrad ist ausgestellt. Nein, fuck. Scheiße. Ah, ich habe einen Wackler hinten und mein Lenkrad hat sich gerade verabschiedet. Also, um euch kurz zu erklären, wo das Problem ist. Ich habe im Lenkrad selber einen Wackler an dem Netzstecker. Und, hab da so eine Apparatur gebaut, dass das nicht wackelt. Und die hat anscheinend jetzt gewackelt. Jetzt haben wir hier Ultimate Formel 1. Das ist die aktuelle Formel 1, ne, ungefähr, oder? Welches Jahr soll die ungefähr sein? Ist erst dabei? Nee, ne? Ah, obwohl, nee, wenn ich die Aufbau sehe, ist das aber schon sehr aktuell. Holy shit, das ist ja fast aktueller Formel 1-Wagen. Nee, sorry, das müssen wir mal ganz kurz ausprobieren, bevor wir in weiter historisch, weil ich will mal kurz gucken, wie Automobilista Formel 1-Fahrzeug umgesetzt hat. Das will ich jetzt gerade mal kurz testen, weil das interessiert mich jetzt stark, wie sich das hier fährt. Wir bleiben bei Montreal, aber die Strecke kenne ich. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Das müssen wir mal kurz testen. Weil, wie gesagt, wenn es besser als die Formel 1-Spiel ist, ist nicht schwer, muss man fairerweise sagen. So, Lenkrad ist aber an. Nee, hinten der Netzstecker hat einen Wackler. Das ist Formel 2? Nein. Nein, nein, nein. Was für ein Rig? Das ist Track Racer TR180 Lite, müsste es sein. Nee, das ist, glaube ich, nicht Formel 2. Nee, Gen 2 heißt einfach nur die zweite Generation der Formel 1-Fahrzeuge im Spiel. Das ist einfach nur, weil wir haben auch andere Formel 1-Fahrzeuge der Generation hier. Oh, yo. Okay, das ist wild. Bin mal gespannt. Ich habe kein Force Feedback. Geil. Ich kann das Spiel einmal restarten. Ach Mann, Alter. So, aber solche Probleme sind ja gut, dass ich die bei sowas rausfinde und nicht bei einem kompetitiven Rennen. Da wird das immer Trash. Das ist mir damals bei der Dream Team Series auch einmal passiert. Da hatte ich auch dasselbe Problem. So, gucken wir mal.
Oh, oh. Oh, die haben aber eine leichte Lenkung. Eieieiei. Das ist aber sehr leichtgängig. Normalerweise fahre ich den Formel 1-Spiel ja mit ein bisschen Hilfe, ABS und so Kram zumindest. Haben wir hier nicht. Aber das Geschwindigkeitsgefühl, da kann man mehr sagen, was er will. Das kommt hier schon krasser rüber als bei den F1-Spielen, oder kommt es mir so vor? Das wirkt hier einfach komplett überdreht schnell. Oh, komm schon. Na, DRS haben wir auch, aber ich habe keinen Knopf dafür belegt. Können wir jetzt hier eh noch nicht nutzen, das ist die gleiche Runde 1, die ich hier auch noch nicht freigegeben. Aber ich sehe es unten am Tacho. Oh, fick die Henne. Und ich sehe, dass ich keine Taste dafür belegt habe. Aber als Formel-Fan ist das Spiel ja fast nicht umgehbar, ne? Also wirklich, da ist ja so viele Formelklassen in dem Game. Vor allem auch den ganzen Oldschool-Kram, aber auch den modernen Kram. Ey, du kommst ja fast eigentlich um Automobilista 2 nicht rum, wenn du Formelfahrzeuge magst, ne? Also das ist ja Wahnsinn. Das Sortiment der Formelfahrzeuge ist ja wirklich super gut. Oh, kann man mal gerade. Oh! Unsportliches Verhalten. Ja, ja, du mich auch. Zweiten, dass wir hier rauskommen, nicht wegdrehen. Oh, die sind tricky zu fahren, ey. Also mit werkseitigen Fahrhilfen. Wie gesagt, du kannst natürlich auch einstellen, dass du Fahrhilfen haben willst, die du haben willst. Also ABS könnte ich auch so aktivieren. Aber ich fahre die Fahrzeuge jetzt gerade halt so, wie sie in der Serie gefahren werden. Da ist es schon echt tricky. Aua. Nein! Mann, was ist denn mit dem Lenkrad heute los? Warum will das denn? Also heute will es mir auf den Sack gehen. Das ging die ganzen Tage ohne Probleme. Ich sage euch, wie das ist. Ihr könnt es mir glauben. Believe me. Ich erzähle euch keine Scheiße. Das Lenkrad ging die letzten Tage ohne Probleme. Und heute, wo ich es wieder brauche, ist jedes Mal so, wenn man es nicht gebrauchen kann, dann fuckt Technik einen ab. Es ist jedes Mal so. Ey, wirklich. Das lief die letzten Tage durch. Kein einziges Problem. Und heute, nach 5 Minuten, geht es mir nur noch auf Senkel. Fuck you. So, da bin ich wieder. Ich habe bei mehr Tesafilmen hinten verwendet, als an irgendeinem meiner Autobilds. Ich sage es euch, Junge, Junge. Ah. Gut, so, versuch nur mal. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt Geist aufgegeben hat. Ich kotze, es nervt halt wirklich. Naja, machst du nix. So, nochmal rein. Wir fahren jetzt mal alte Formelwagen. Aber wir nehmen. Ich rede gerade, fahren wir jetzt alte Formelfahrzeuge oder erstmal die alte Nordschleife? Entschuldigung. Ich bin gerade stark im Überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Alte Formelfahrzeuge reizt mich. Ja, alte Nordschleife reizt mich aber auch. Oder die Südschleife, die bin ich noch in keinem Spiel gefahren. Die gibt es auch in keinem Spiel, glaube ich, außer hier. So, weil ich es im Kopf habe. Also vielleicht gemoddet maximal. Jetzt weißt du auch schon dein Teamwork. Alter, ich bin hier gerade, das sieht so gefuscht aus. Ich habe halt Tape drumherum. Also, um euch kurz zu erklären, was ich da gebastelt habe. Damit man mir das glauben kann. Ich habe ja die beiden Stecken, der Netzstecker muss ein bisschen nach unten gedrückt werden. Heißt, ich habe zwischen dem und dem USB-Stecker daneben erst ein Stück Pappe geschoben, dass er den runter, dass er der Widerstand es runterdrückt. Das reicht aber nicht ganz. Heißt, ich habe diese Pappe noch mit Tape am Zimbig runtergezogen. Das darf aber nicht zu viel sein, weil sonst geht es wieder nicht mehr. Ja, es sieht komplett wild und gefuscht aus, aber ey, solange es funktioniert. Es gibt eine Südschleife. Es gab eine Südschleife. Die wurde dann irgendwann durch die Nordschleife ersetzt. Ich weiß gar nicht, wann die Südschleife. Boah, muss ja gerade selber kurz gucken, wann die Südschleife existiert hat. Die ist nicht lang gefahren worden. Südschleife? Nürburgring, warte mal.
Die Südschleife war ein 7 Kilometer langer Teil der Motorsport-Rennstrecke in der Eifel. Sie wurde zusammen mit der Nordschleife zwischen 25 und 27 gebaut. Ah, nee, der Grand Prix-Kurs hat die ersetzt. So rum war es. Der Grand Prix-Kurs hat ersetzt. Ja, bis 82. Danach wurde sie ja dann gegen die normalen Grand Prix-Kurs ersetzt, glaube ich. Die war auch, glaube ich, zu gefährlich oder sowas, ne? Ich glaube, deswegen wurde die am Ende dann reduziert, so doof es klingt. Wir nehmen mal was leicht zu fahrendes. Ich hätte irgendwie ein GT-Fahrzeug oder so gesagt, um damit ein bisschen über die alte Nordschleife zu ballern. Obwohl, wir müssen eigentlich schon was Oldschool-mäßiges machen, ne? Oh Gott. Oh, das ist geil. So alter Benzer? So ein Benzer? Was ist das denn hier? Chevrolet Omega. Oh, geil, das ist ja ein Opel Omega. Das ist ja fett. Das ist ja fett. Das ist auch fett. Ich hätte schon Bock auf so ein RSR. Ich muss mir aber gerade mal einstellen, dass ich ABS zumindest habe. Nimm es mir nicht übel, aber ich kann ohne ABS nicht fahren. Ich anker da immer wie so ein Berserker da rein. Gameplay da. Authentizität, Bremshilfe. Ist das ABS? Nein. Ja, da. Jetzt kann ich es anstellen. Das ist authentisch. Traktionskontrolle kann ich auch authentisch machen. Das mache ich niedrig. Antiblockiersystem niedrig. Mal mitnehmen. Na, niedrig ist okay, dann macht das ein bisschen was. Schadenssystem aus, gehen den Hilfe aus, wunderbar, perfekt. So. So. Ja, machen wir ein Rennen? Ja, wir machen schon ein Rennen. Komm, wir fahren ein Rennen auf der Nordschleife auf der alten, warum nicht? Oder wir könnten Zeitfahren machen. Ja, wir machen ein Rennen, scheiß drauf, wir fahren ein Rennen. Was soll passieren? Was soll passieren? Ja, das fragt man sich immer, Lukas, was soll passieren? Gesamtstrecke historisch. Nordschleife, wir fahren jetzt mal Nordschleife, Südschleife machen wir gleich gesondert. Oh, das sieht aber wild im Hintergrund schon aus. Wir machen mal eine Runde. Ich glaube, das dauert auch da, hat damals auch schon lange genug gedauert. Das passt soweit alles. Stehend ist gut. Kontrahenteneinstellungen, gleiche Klasse. Ja, passt schon so. Oder gleiches Auto, ne, gleiches Auto ist cooler. Identisch. Ja, das klingt gut. Gibt es auch noch andere Livuis für den Boy? Oh, holy shit, ja, es gibt ein paar. Auch so Martini-Style. Ei, das ist gut. Das ist alles gut. Aber das ist echt alles gut. Wir nehmen Martini-Style. Oder das hier? Nee, wir nehmen das hier. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Auswählen. So, ja, gehen wir mal rein. Nordschleife in der historischen Variante. Bin mal gespannt. Keine Ahnung, was auf uns zukommt. Schauen wir mal. Und ich hoffe, mein Lenkrad macht's mit. Aber jetzt. Ja, das. Da kann jetzt wohl ein bisschen mehr ab. Ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen besser fixiert bekommen. Wir schauen mal. Da muss ich mir auf jeden Fall nochmal Gedanken machen auf Dauer für kompetitiven Sachen wie LFM bei Assetto Corsa und so. Da darf sowas nicht passieren. Jetzt hier so im Fun-Bereich im Stream ist okay. Nervt halt auch, aber ist jetzt nichts Beinbrechendes, aber. Kompetitiv könnte ich darauf verzichten, Rennen zu verlieren, weil mein Lenkrad sich ausgeschaltet hat. Vor allem bist du der Arsch, der dann in alle reinkracht, weil, wie du gesehen hast, macht das Spiel ja weiter. Und das ist ein Problem. Nebenbei habe ich auch gar nicht auf Subs eingegangen. Nebenbei, Marlon, willkommen im 18. Monat und der Apex Predator. Vielen Dank, Dankeschön für die Donation, fürs Setup. Dankeschön. Das wird auf jeden Fall in eins der neuen Aufsätze investiert. Vielen Dank dafür. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. So. Ich bin mal sehr gespannt. Geiles Safety Car ist halt einfach. Oh, Pace Car. Jetzt geht meine Maus nicht mehr. Hallo? Jetzt wieder. Ist jetzt nicht leer. Verarscht mich nicht. Hallo? Es ist meine Maus nicht leer. Verarscht mich doch jetzt nicht. Ja, anscheinend ist sie nicht leer. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Das ist das Problem. Ah, hier ist sie. Warum ist sie jetzt hier? Hä? Die ist doch nicht leer. Oh mein Gott, die Technik heute. Thaddeus, was ist denn los? Das geht doch so nicht. Komme ich jetzt wieder ins Spiel rein oder nicht mehr? Oh, es ist wieder klein. Ich kotze heute. Was ist denn heute los mit der Technik? Warum ist die Maus denn jetzt gerade nicht so am Funktionieren, wie ich es mir vorstelle? Oh, Alter. Ey, ich hasse es. Technik ist scheiße. Investitionen in Setup. Einfach ein neues Setup kaufen. Die 50 Euro werden komplett neu investiert. Ich mache irgendwas anderes. Mit Tieren oder so. Ich mache ein Tierheim. Ach, keine Ahnung. Irgendwas, was mir keine Nerven raubt, sondern nur schön und süß ist. Ah, so, jetzt aber. Ich glaube, Patrick hat die Technik wirklich aufgegessen. Mein Gott. Jetzt geht die Maus ganz normal wieder.
Ich habe keine Ahnung, ob ich die auf irgendeiner Monitor habe. Das Problem ist, ich sehe es ja nicht. Wenn die da drüben auf dem Monitor landet, ist die halt für mich halt nicht existent. Das ist ein Shadow Realm. Das ist für mich ein Bereich, den ich nicht mehr einsehen kann. Also da drüben würde ich die Maus niemals sehen, weil da drüben ist der Monitor. Und weiter rechts, wenn ich hier rechts rausgehe, ist der andere Monitor. Nur der mittlere funktioniert gerade nicht. So. Einzelrennen. Go. Jetzt aber. Mann, ey. Ich will doch einfach nur ein bisschen fahren, Leute. Soll doch einfach eine coole Experience sein. Ach ja. Aber ich hoffe, ich mache trotzdem ein bisschen Spaß. Und ihr habt auf dieses Sim-Content auch Bock, weil ich weiß, und das ist ganz klar, es ist ein sehr, sehr krasses Kontrastprogramm zu dem, was ich normal mache. Normalerweise bin ich ja Arcade Racer durch und durch und habe mit Sim-Racing gar nichts am Hut. Und deswegen hoffe ich, dass es. Das ist ein bisschen wie Shooter-Spielen hier. So vom Genre her. Deswegen weiß ich nicht, wie geil ihr das findet, aber ich hoffe, ihr findet es geil. Wäre schade, wenn nicht. So. Jetzt aber. Gucken wir mal. Boah. Ja, pfeifen sie nicht an, egal. Kommen auch ohne mit klar. Wir fahren ohne, alles gut. Pfeifen sie nicht an. So, hier ging es jetzt links. Hier ging es jetzt nach links runter zur Südschleife. Da fahren wir ja jetzt nicht hin. Boah. Auch damalige historische Rennstrecken haben grundsätzlich Bedürfnis, überall Bordsteine hinzupacken, weil Bordsteine immer eine ganz sichere Sache sind, wenn Autos mit zwei Sachen draufkrachen. Bordsteine ist immer eine ganz geile Nummer, wenn man einfach ein paar tödliche Unfälle provozieren will. Dann baust du einen Bordstein hin. Wenn du keinen Bock auf deine Fahrer hast und sagst so, heute könnte mal jemand sterben, finde ich. Dann baust du einen Bordstein auf der Rennstrecke. Das machst du dann. Keine Ahnung, ich bremse muss. Ich orientiere mich ein bisschen an den Boys hier, weil ich kenne die alte historische Rennstrecke Nordschleife nicht. Ich weiß nicht, wie sehr sie anders aussieht. Okay, hier sind wir jetzt kommen wir auf jeden Fall Nordschleife. Ah, das ist die Sabine-Schmitz-Kurve. Ah, okay. Ja, okay, ich glaube, der Grundverlauf ist recht identisch. Dann dürfte ich ein bisschen reinkommen. Oh Gott, das Kiste gerade leistungstechnisch abgekackt. Hier muss ja richtig auf Drehzahl halten, den Boy. Hallo? Okay, das sieht so noch alles sehr ähnlich aus zu heute. Oh Gott, ey! Das ist eine Zicke. Warum geht mein Gaspedal die ganze Zeit nicht? Oh, okay, ich nehme ein anderes Auto. Scheiß auf den, Alter. Ich komm. Mann! Ich will doch einfach nur fahren. Wir nehmen jetzt ein einfaches Auto. Ich will diese Strecke erleben. Fuck off. Ich hau hier gleich was zu Klump, Mann. Warum geht mein Gas denn die ganze Zeit? Also, mein Gas ist da, aber er nimmt sich die ganze Zeit an. Ah. Wir fahren jetzt mal andere Klasse, ist mir Bums. Ich fahre jetzt hier irgendwas Sinnvolles. Paket D4, Paket D5. Kommt ein schönes GT3-Rennen da drauf. Ein schönes kleines GT3-Rennen auf der alten Nordschleife. Komm, da ist doch was, das ist doch was, Leute. Komm, da kann man doch sagen, das ist doch was. Ist doch ein Wort. Nehmen wir das hier, komm. Auswählen. Identisch, nee, gleiche Klasse. Danke. Speichern. Machen wir das. So. Nee, wenig Leistung ist nicht das Problem. Ich weiß gar nicht, warum der Porsche gerade einfach Leistung angenommen hat. Kann das sein, wegen Zwischengas und so rumgesponnen hat? Das kann ich mir echt gut vorstellen. Dass er mich deswegen so ein bisschen weniger ans Gas gelassen hat. Anders kann ich mir nicht, weiß ich nicht wieso. Der Ford-Veteran, willkommen im 8. Monat. Danke für den Resub. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt mal wieder ein bisschen reinkommen. Ich bin gerade so ein bisschen gefrustet von meiner Technik. Das nervt mich so hart. Ah, so. Fahren. Gut, dann schauen wir mal. Warum sind wir jetzt nur 8 Leute? Ach, soll mir egal sein, komm. Ist ein kleines Rennen. Kleines Krüppchen von Privatiers mit ihren GT3-Rennen haben sich auf der alten Nordschleife eingefunden. Problem damit? Lebt damit. Es ist jetzt so, ich gehe jetzt nicht zurück. Ich fahre jetzt. Ich möchte diese Strecke fahren. Fertig. Boah, weißt du, ich weiß, was. Ach, ich weiß, was mir. Ja, ich raff gerade, warum mir das Gas so rausgenommen wird. Das wird zu 1000% einer der Fahrhilfen sein. Wartet mal.
Oh, ja, ich werde das zu Arsch drauf, weil mein Pedal funktioniert. Das ist eine der Pfeifen, die wir eingestellt haben, greift mir die ganze Zeit rein. Ich wette meinen Arsch drauf, dass mir da gerade irgendwo immer reingegrätscht wird. Wartet mal. Oh. Wetten, es ist. Wo ist meine Maus jetzt wieder hin? Hier. Da haben wir es. So. Ich wette es. Nee, ist authentisch. Hä? Nee, ist nicht. Ist aus. Bremshilfe. Ach so, da. Nee, aus. Ah, die war ein. Ja. So, jetzt aber. Kein Wunder, dass er mir die ganze Zeit in die Bremse tritt. Ich habe schon gedacht, der Porsche ist kaputt. Ja, genau, die haben auch so. Ja, aber das war gerade die Bremshilfe. Ich habe nämlich die ganze Zeit am Gas. Ich dachte, mein Pedal klemmt. Der hat mich einfach nicht Gas geben lassen. Maximal verfügbar, 23. Hä, warum? Okay, speichern. Ach, jetzt nochmal. Scheiß Bremshilfe an, Alter. Oh, die wollte ich ja nicht. Die habe ich ja gar nicht angemacht von mir aus. Weil die ist ja beschissen. Der soll mir ja nicht reinbremsen. Klar, dass der mir in den Kurven natürlich immer wieder das Gas rausregelt. Aber wenn er bremst, darf ich natürlich kein Gas geben. Macht ja Sinn. Weil dann brauchen wir die Bremshilfe ja nicht drin haben. Demon, willkommen bei den Noobs. Danke für deinen Sub. Vielen Dank, Dankeschön. Aber ich finde gut, wie es so aus einer auch schönen Experience, wie es so ein total Chaos-Stream wird, wie jedes Mal. Ich enttäusche halt nie. Wenn Leute Chaos möchten, also, nee, eigentlich wollt ihr es nicht, aber es passiert halt. Lebt einfach damit, es passiert halt. Sind wir ehrlich. Es ist halt ganz normal. Chaos gehört dazu. Chris, grüß dich, Hallöchen. So, jetzt mal gucken, ob ich jetzt fahren darf, ohne dass mir mein Gas die ganze Zeit weggerissen wird. Da wäre ich sehr dankbar drüber. Schauen wir mal. Jetzt sind wir auch ein paar mehr Fahrer, schon mal ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich halbwegs auf der historischen Nordschleife klarkomme. Ja, moin, ah, hier ist eine Lücke. Lücke. Ne, okay. Ja, die wird zugemacht. Ja, jetzt ist mein Gaspedal auch wieder aktiv, dankeschön. Ich hab den nächsten Wackler an der Base, dann wäre ich jetzt aber auch langsam ausgerastet. Dann hätte ich wahrscheinlich so langsam sicher die Fassung verloren. Wäre ich, wie man so schön sagt, fassungslos. Okay, gut, lassen wir's. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, Grundverlauf, die ersten Kurven waren sehr identisch mit der aktuellen Nordschleife. Ich weiß nicht, wann es da groß mal Umbauarbeiten gab überhaupt vom Layout. Wie gesagt, man hat sich nur entschieden, Bordsteinkanten sind eine bescheuerte Idee an Straßenrändern. Das kann man in normalen Straßen machen, aber auf einer Rennstrecke ist eine Bordsteinkante wirklich dumm. Da hat man sich Gott sei Dank irgendwann mal von abgewendet und hat sich für Curbs entschieden. Die je nach Bauart genauso schlimm sein können. Aber, ach, guck, hier ist ein abgeflachter Bordstein. Aber der M4 muss sich natürlich auch neben mich zwängen, Mensch. Ja, genau. Fahr vorbei, außenrum kein Ding, Bruder. Mach, was du meinst. Okay, das ist hier alles schon sehr bekannt. Sieht sehr unsicher aus, finde ich schön. Damals war Motorsport auch grundsätzlich so, keiner hat darüber nachgedacht, dass man uns auf Menschenleben aufs Spiel gesetzt hat. Damals war das einfach, ey, wirklich. Ich weiß nicht, ab wann dieser logische Punkt erst kam, dass man eigentlich so, Leute, das ist wirklich dumm, was wir machen. Warum? Also, wir sind 2 Zentimeter davon entfernt, jedes Mal Menschen umzubringen. Glaubt mir, hier muss nur doof was passieren und wir bauen Autos, bei denen reihenweise was passiert. Und keiner hat gesagt, das wär nicht klug. Das ist halt, das ist einfach geil. Zuerst irgendwann, du brauchst immer erst den Fall, dass irgendwie komplett Chaos passiert ist. Irgendwer einen Reifen gegen den Kopf gekriegt hat. Also, das war das Problem. Auch die Gruppe B, wenn man sich die Gruppe B-Aufnahmen anguckt, weiß ich bis heute nicht. Auch, also wie gesagt, damals war man ein bisschen leichtfüßiger. Und du hast gesagt, ey, alles cool. Aber nichtsdestotrotz sage ich mir trotzdem, damals muss dann doch klar sein, okay, fährt gerade 150 ein Rallye-Auto mit scharfkantigen Teilen auf uns zu. Und wir sollten die Menschen davon abgehalten werden, auf Strecke zu stellen? Nö. Aber warum nicht? Das sieht cool aus, wenn sie halt quer vorm Gruppe B Audi stehen, der gerade in die Kuppe gejumpt kommt. Ja. Seems legit. Und vor allem sehr, sehr, also soll ich hier mal sagen, die aktuelle Jugendkette, die Einstellung YOLO, das war damals der Mindset. Oh, fuck. Aber so Grundlayout? Also wenn man die Nordschleife kennt, kommt man auch auf der klassischen zurecht. Man muss nur aufhören, Curbs zu suchen, weil die da vorne gerade in der Linkskurve, hätte ich den genommen, Junge, ich hätte mit Elon Musk erstmal SpaceX weiterentwickelt. Ey, also du musst halt wirklich aufpassen, dass du bei den Apex-Punkten hier nicht auf Curbs draufgehen willst, weil das geht halt nicht. Wie gesagt, das ist eine abgeflachte Einfahrt für eine scheiß Einfahrt daheim bei einem Haus, aber nicht, wo du im Auto drüber krachen solltest. Oh. Aussicht ist aber schön, aber wir haben ein bisschen weniger Bäume. Obwohl ich das Zugewachsene schon ein bisschen attraktiver bin, da bin ich ehrlich. Übersicht ist nur hier ein bisschen praktischer, man hat ein bisschen weniger Schattenbildung.
Und ich würde auch relativ sicher sagen, dass der Asphalt damals noch nicht so smooth war, wie Automobilista mir das hier gerade verkaufen möchte. Aber ist schon okay. Ich bin damit fein, dass ich hier gerade nicht das Handgelenk ausgerissen bekomme. Aber es hat sich gar nicht mehr so stark geändert. Und den Zaun nur erhöht und der Schaltschutzwand hingepackt. Oh, okay, und die Brücke ein bisschen abgeflacht. Meine Fresse, war da gerade eine Senke. Holy shit. Ja, die haben sie auf jeden Fall ein bisschen reduziert. Da ging ja gerade 2,5 Kilometer nach unten wieder. Ah. Oh, 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 oh. So, mal gucken, wie viel Vollgas jetzt hier möglich ist. Es geht auf jeden Fall immer noch voll. Ich finde gut, wie viele Zuschauer damals einfach hier überstanden. Alter, das ist halt echt. Ach du, heute habe ich mich entschieden, ich möchte unbedingt als Zuschauer bei einem Motorsportveranstaltung sterben. Wie kamst du drauf? Ich habe mich in den Kurvenexit gestellt. Ja, aber das ist doch dumm. Ja, das ist dumm. Ich weiß. Also spannend, wenn man das so auf sich zufahren sieht. Ah, hier kann man ja wirklich die Steigung noch hochfahren. Ich habe gerade da links gesehen. Jemand im Chat wirklich geschrieben hat. Steht dann halt wirklich als Cut, aber ist offen. Ist ja geil, dass die Steilstrecke auf ist. Das ist ja nice. Boah, die nutzen sie halt bei der Rallye, wird die genutzt hier. Rallye Köln-Ahrweiler oder sowas, wird die, glaube ich, mitgefahren. Ja, okay. Wurde ich im Karussell schön innen überholt, aber auch selbst schuld. Ich bin halt rausgerutscht. Ja, was man den Grundverlauf, wie gesagt, kann, kommt man auch auf der historischen ganz gut fit miteinander. Nur wie gesagt, die Curbs sind halt nicht dein Freund. Die sind halt wirklich alle beschissen. Und ich ist die Rennlinie hier und da ein bisschen abgeändert. Nicht groß, weil. Natürlich geht mein Lenkrad jetzt wieder aus. Ohne Grund. Alter, fick dich doch. Ah, Mann, ey. Schon mittendrin ohne Grund. Es gab nicht mal einen Grund. Ja, komm, mit so einem kleinen Mini-Kapfahrzeug sehe ich mich eigentlich schon auf der Südschleife. Das wird schon ganz gut funktionieren können, vermute ich. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, das ist das Problem. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Südschleife. 71. Ja, ein bisschen ein paar Jährchen her, würde ich mal behaupten. Ja, gehen wir mal rein, ne? Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Wir sehen es gleich. Wir schauen mal. Für die Südschleife würde ich kein allzu schnelles Auto nehmen. Ja, deswegen habe ich mich für Mini entschieden. 278 PS. Läuft. Aber da ist ja mittlerweile, ja, wenn man so hier oben guckt, sieht man ja auch, ist mittlerweile da der Grand Prix-Kurs ja angesiedelt. Vorhin. Er ist mein Dude umgefahren. Ich finde es aber auch wichtig, dass man den Typen einfach umhämmert direkt zum Start. So, ein bisschen Front-Wheel-Drive-Fire vorne. Oh, und untersteuert. Ja, es ist kein GT3, Lukas. Überraschung. Das ist kein GT3-Fahrzeug. Oh ja. Warum greift das ABS, wenn ich vorwärts fahre? Egal. So, geht's auf die Südschleife. Ich möchte betonen, das war eine Rennstrecke. Das ist man schon gefahren. Und keiner hat sich gedacht so, oh oh. Heutzutage wäre das der Rallye-Stage. Und du hättest sehr viele Sicherheitsregularien da drum schon. Und das war hier einfach eine Rennstrecke. Das ist halt einfach. Also sind mehrere Leute gleichzeitig in zwei Kämpfen drüber gekracht. Ich möchte es nur erwähnt haben. Jeder Baum, jede Hecke macht mir hier schon Panik. Weil ich denke so, es ist halt wirklich. Mit 71 war der Sicherheitsstand noch nicht wie in diesem Mini. Wenn ich hier gegen krache, geht es mir natürlich ein bisschen schlecht, aber das war's halt. Damals halt nicht. Das ist einfach eine fucking Landstraße, das ist keine Rennstrecke, Mann. Selbst für die Landstraße ist es schon schmal. Also, weiß ich ja nicht. Boah, wie schießt aber schön. Ah, da vorne an der Kreuzung vor den Häusern, bitte mal rechts abbiegen, okay. Wie schnell soll ich denn da durch? Nicht so schnell, ne? Hey, hier sind wieder Bordsteinkanten, natürlich nicht.
Schön an der Siedlung hier vorbei, mal wieder über eine Brücke. Junge, das sieht einfach aus wie bei der Isle of Man. Also jetzt mal kein Gag, das hat denselben Effekt hier mit den Ecken. Ist ja schön, dass sie da sind, aber sind wir mal ehrlich. Das ist Deko, meine Freunde. Die brennt vor allem auch noch gut. Ah. Aber macht leider schon Bock. Hat schon seinen eigenen Vibe, das kann man nicht anders sagen. Aber das hätte man sicherheitstechnisch schon komplett umbauen müssen, damit das eine Compris-Strecke vernünftig gewesen wäre. Also vor allem eine, die halt sicherheitstechnisch nicht komplett Sorgen bereitet hätte. Aber macht Spaß, schon gut. Okay, müssen wir jetzt gerne mal ein altes Formel-Auto drüber schicken, denke ich mal, ne? Komm, ruhig rum. Oh, jetzt ist auch ein Vollgasstück hier, ne? Also, man hatte damals wirklich einfach richtig Bock. So wie mit Le Mans. Damals hatte man auch einfach bei Le Mans Bock, so. Ja, eine riesig lange Gerade ohne Schikane, damit die Leute, wenn sie Tempo draufkriegen, mit einem asozialen Zahn abfliegen. Das klingt legit. Das klingt einfach glaubwürdig, muss man einfach sagen. Ja, okay, wir müssen mit einem alten Formel-Auto hier drüber scheppern. Komm, was wollen, das müssen wir machen. Das ist ja viel zu gut. Wir müssen das machen. Ganz safe. Ich sehe gerade, dass die Kamera spinnt. Oh Mann, ich sehe gerade, dass Capture Card spinnt. Verdammt. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was gesehen. Sieht besser aus. Okay, wunderbar. Ich sehe leider nicht, aus welchem Jahr die sind, ne? Ich kann es leider selbst nicht zuordnen. Ich bin leider nicht zu sehr drin in dem Thema. Sowas, was ist denn 70er Jahre hier? Das ist nicht 70er, oder? Doch, 79. Okay, das wird schon mal... Okay, da müssen wir ja fast hier hin. Sowas 71? Lotus. McLaren. Das ist auch teilweise echte, krass. Hätte ich, dass so viele Lizenzen haben. Nicht erwartet. Ich glaube, das ist so weit, schon zu jung wieder. Formel Retro ist 70er. Formel Retro? Wo ist denn Formel Retro jetzt wieder hin? Ah, da ist 70er. Ah, okay. Das ist 70er. Ah, 72er Lotus. 70er bis 80er. Formula Retro. Oder McLaren ist sexy. Brabham ist aber auch gut. Gen 1, Gen 2. Das ist dann schon wieder zu neu, ne? Ja, 79. Okay. Dann nehmen wir ja sowas hier. Also Lotus, was hat denn am meisten Bums von denen? Okay, das sind die 70er, okay. Führt 80, 516. Oh, 516 reizt mich aber schon. Aber ich muss sagen, ich finde den Brabham am coolsten. Wir nehmen den Brabham, der ist vom Format irgendwie am lustigsten. Den finde ich irgendwie am coolsten. Wir nehmen den Brabham. Und schauen mal, was auf der Südschleife so geht. Wir probieren es mal. Gucken wir mal. Du. Die Sache ist, wie gesagt, wegen Setup wird noch ein bisschen alles optimiert. Ich werde noch wegen Kamera und allem technisch hier noch ein bisschen gucken, dass das alles einfach mehr flawless funktioniert, weil momentan, gebe ich recht, ist es ein bisschen drunter drüber, aber ihr wollt ja einen Stream Swimwick. Ich dachte, ich probiere es jetzt mal aus. Mit Videos geht das schon. Im Streams ist das halt echt noch ein bisschen Fuckelkram. Müssen wir gerade wieder gucken, wo meine Maus hin ist, weil die auf irgendeinem Monitor wieder arbeitet, wo ich. Ah, hier ist er doch wieder. So, fahren. Habe ich Angst? Ein bisschen. Oh Gott. Reifen sind nebenbei auch noch kalt. Lass wir die erstmal auf Temperatur fahren, bevor ich hier irgendwas mache. Oh. Lalalala. Oh Gott. Ah, Mamma Mia. Die sind halt wirklich hier drüber gescheppert und das hat die gar nicht gejuckt, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Wie kann die das nicht gejuckt haben? Das sind wirklich, also damals Formel 1 und so die ganzen 60er, 70er Jahre und davor auch alles kranke Bastarde. Also kein Scheiß, wer da in Autos gestiegen hat, war einfach schon so, naja, vielleicht, ich gucke, ob ich heute drauf gehe. Mal schauen. Mal gucken, wie es ausgeht. Weißt du, ich steig's ja ein mit Einstieg, ich werde schon nicht drauf gehen, was soll passieren? Aber damals war es so, was soll nicht passieren? Du musst ja eher die Wenn-Nicht-Möglichkeiten durchgehen. Oh, Bruder.
Oh, Bruder, Wiese! Ah, Fünfgang, natürlich. Ah. Oh, Junge. Hier brauche ich theoretisch meine manuelle Schaltung, so richtig schön die Gänge durchreißen kannst. Weil da ist ja der Kick dran, dass du während der Fahrt das Lenkrad nur mit einer Hand bedienst. Alter! Ah. Ja, mit 250 durch ein paar Hecken durch. Das ist einfach solide. Oh! Aua, 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 aua! Oh! Das Drehzahl hier ist ja peinlich sonst. Was sollen die Fans denn von uns denken? Blockieren, 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 viel blockieren. Uff. Alter. Damals auch immer mit ihrer Betonsteigkurven. Das war auch damals so ein Ding, ne? Steigkurven grundsätzlich nur aus Betonplatten zu formen. Das war damals einfach so ein Kick. Alter. Verdammt stabile Hecken. Ja, auch gedacht. Ja, aber es fuhr sich erstaunlich gut, das Auto. Dabei kann man schon Bernie ziehen. War das hier die Taste? Aber kurz, ich will mal kurz Außenansicht haben. Ich will mal gucken, wie das Ding klingt. Weil Außenansicht ist immer ganz sexy eigentlich im Spiel. Irgendwo. Ja, ist Traktionskontrolle? Habe ich die Taste selbst belegt? Nö. Das Reset. Das Fortfahren. Ah, nee, das Zurückgucken. Ah, da. Da ist die Taste. Hab's da. Das klingt ganz schön gut. Oh, ey, wie kann denn das nicht zufriedenstellen? Das ist schon sehr gut. Ey, seht, wie schmal diese Strecke im Vergleich zum Auto ist. Das Auto ist schon nicht groß. Oh. Oh, das ist das gut. Das ist schon sehr gut. Okay, ich habe noch eine Sache, die ich auf jeden Fall fahren will. Ich weiß nicht, warum mein Siri gerade reagiert hat. Meine Siri hat gerade auf jeden Fall drauf reagiert. Das ist legitim. Ich will auf jeden Fall die V12 Formel 1 Fahrzeuge immer noch fahren. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Hallo. Danke. Okay. Ist meine Maus wieder hin? Auf welchem Monitor hast du diesmal da? So. TÜV war damals wirklich nur eine Empfehlung, Alter. Weißt du, was du alles durchbekommen hast? So, wir nehmen mal V12. Wunderbar. Lackierungsauswahl, gibt es auch irgendwas Ferrari-mäßiges? Ja, nicht so wirklich. Wir nehmen einfach trotzdem Rot. So. Jetzt muss ich nur irgendwas nehmen, was Sinn macht. Normale Grand Prix-Strecke würde eigentlich gehen, ne? Aber das ist ein bisschen länger. Obwohl, doch, komm, fahren wir normale Grand Prix-Strecke, das geht schon. Das geht schon. So, rein da. Jetzt bin ich mal gespannt, weil das dürfte jetzt auch wild klingen. Also, V12 Formel 1 war auch so eine Peak-Zeit, ey. Das war schon richtig gut. Stimmt, die Monster, die alte Version können wir auch noch fahren, ja. Aber die habe ich, glaube ich, noch nicht, die historische. Guten Tag, Nürburgring. Oh,
Alter! Okay. Verstanden. Mama. Oh, das schreit mich aber auf eine positive Art und Weise an. Oh, voilà. Was zum Heiligen geht mit diesem Auto denn ab? Wie gut kriegt dieser V12 denn bitte? Ich fange da eher zu weinen, Alter. Was zum Holy Shit. Okay, wir müssen gleich mal ein Rennen machen, weil die KI-Fahrer höre ich ja außen so. Okay, ich muss mal. Wir starten mal kurz ein Rennen mit der V12-Klasse. Ich will das von aus. Ich will. Hoppla, erstmal das umschmeißen. Ich will Dutzende von 1-Autos mich herum haben, die so klingen. Ich will das nur noch hören. Er ist ja. Holy shit, wie gut kann ein V12 vom 1-Wagen klingen? Alter, ist das krank. Ey, das ist ja komplett wild. So, warte mal. Machen wir sie. Ey, das ist ja das Krasseste, was ich jemals in meinem Leben in einem Spiel gehört habe. Scheiß auf die V6 Turbos Hybrid-Kacke, Alter. Das hier, that's it. Das ist der richtige Scheiß. Das ist ja viel zu gut. So, machen wir mal schön 3 Runden hier. Komm. Können wir uns mal gönnen. Speichern. Kommt da hinten. Gleiche Klasse. Genau. Wunderbar. Rein da. Alter, das ist ja perfekt. Ja, das ist halt einfach diese Formel-1-Ära, ne? V10, V12-Ära. Ah, von mir ist auch noch die V8-Ära, den gebe ich auch noch Props. Die sind auch ganz geil gewesen zum Teil noch. Aber das Aktuelle, also die klingen auch gut, ja, aber es ist halt... Also wie gesagt, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, ich war kurz davor zu weinen. Weil es mir wirklich so schumi war, es ist halt wirklich ach, so gut, ey. Dann haben wir hier Jean Allery, aha, Darren Film. Stimmt, Rubens Barrichello haben wir offiziell drin, weil der ist ja wirklich auch, er ist Brasilianer. Den haben sie gefragt. Hendrik Karl Fensen, keine Ahnung, wer das sein könnte. Kurt Hasslinger, Gino Mandelli. Okay, na gut, okay. Gut. Gerald Bauer. Gut. Oh, jetzt wird's gut. So, here we go. Boah, erstmal Grip kriegen. Oh, Wiese. Und wenig ab. Aua. Ja, okay, drückt mich halt komplett ins Nichts. Alter! KI! Bin auch da! Fahr.
Ja, bitte, komm, fahr. Oh, nee, 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 nee. Scheiße. Ah, Mann. Boah, der Exel aus der Schikane, der kickt mich jedes Mal so ein bisschen. Da ist eine leichte Bodenwelle, die hebeln den Wagen echt ganz schön fies aus. Ah, komm schon. Da ist auf jeden Fall gerade mal jemand ein bisschen quer gegangen, da ist ein bisschen Rauch entstanden. Boah, fahr! Junge, da ging aber nochmal im Arsch in der letzten Ecke. Heieieiei. Boah, Alter, was ein Ritt auf der Kanonenkugel mit den Dingern. Aber das ist ja klangtechnisch der absolute Oberhammer. Muss man ja ganz klar sagen. Junge, Junge. Erstmal alles gehaut hier mit der Tastatur. So. Alter Verwalter. Ist es gut. Das war, also klangtechnisch, auf jeden Fall bisher das Krasseste heute. Aber mit großem Abstand. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, das ist schon sehr gut, ey. Boah, ist das gut. Das ist richtig gut. Eieieiei. Wir haben, oh, wir haben Beetle-Cup. Ui, das ist aber süß. Damals waren die Dinger im Vergleich zur modernen Formel 1 auch nochmal deutlich leichter und kleiner. Ja, gut, muss ich sagen, ganz Hybridsystem und so, ne? Das frisst halt richtig Gewicht, weil du kannst ja hier gucken, V12 wiegt hier
595 Kilo. Ja, okay, Bruder. Und dann haben wir eben die Formula Ultimate. So, wir sind mittlerweile bei 798, ne? Das ist schon ein Unterschied. 2 Kilo sind viel. 2 Kilo sind viel, viel, viel. Es ist wirklich insane viel. Das muss ich wirklich ganz klar sagen. 2 Kilo sind wirklich viel. Ich gerne nochmal fahren würde. Wo haben wir sie denn? Ich würde die gerne die... Oh, wir haben V8 Supercar. Ui. Das ist geil. Aber ich würde gerne... Warum die Gruppe A? Gruppe C? Nee. Da. German Gruppe A. Ah, ja, wunderbar. Gut, das will ich fahren. Das will ich fahren. Genau das da. Das will ich fahren. In dieser Klasse bitte. Gleiche Klasse. Dankeschön. Speichern. So. Das will ich aber gerne auf Brands Hatch fahren. Nee, Donington Park. Fahren Sie in Donington Park. Auch eine Strecke, die es in viel zu wenigen Spielen gibt. In viel zu wenigen Spielen. Wir machen mal... Komm, es ist England. Ich habe keine Ahnung, was ich mich jetzt hier einlasse, aber wir probieren mal Gewitter. Wir fahren mal in einem Gewitter. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Aber wir fahren jetzt mal im Gewitter. Da habe ich jetzt Bock drauf. Gewitter und leichte Dämmerung. Ja, also 16 Uhr. 17 Uhr von mir aus. So. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, was ich jetzt hier eingestellt habe, aber es könnte lustig werden. Probieren es mal aus. Donington Park, auch super geile Strecke. Donington GP. Auch eine Strecke, die es halt super wenigen Spielen mittlerweile noch gibt. Und ich es eigentlich echt geil finde. Vor allem, ich habe sie damals in den DTM Race Driver Teilen halt echt geliebt. Die macht echt Bock. Ist ein schöner, schöner Kurs. EA WRC hat gerade bekannt gegeben, dass morgen Mittwoch, Mittag, Update 1.41 kommen soll. Soll die Karriere und die KI wenigstens ein bisschen fixen. Da bin ich mal gespannt, ob unsere Karriere wieder funktioniert. Wir werden es probieren. Ich werde morgen, wenn das Update kommt, direkt mal reingucken, wenn es geht. Geil. Wenn nicht, ja, werde ich mich auch dazu äußern. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass er anscheinend überhaupt mal was kommt. So, ich habe jetzt keine Ahnung, was uns hier erwartet. Licht machen wir mal an. Schauen wir mal. Boah, ja, keine Traktion erwartet uns. Mutter Maria, komm vom Fleck. Wow! Sorry, Bro. Oh Gott. Er ist rutschig, unerwartet. Alter Verwalter, okay. Wir starten das Spiel mal neu. Andi, willkommen im 58. Mal. Holy shit, vielen Dank, Dankeschön. So. Es ist rutschig, Mutter Maria. Na, Fehlstart, scheiße. Ein Fehler. Okay. Das ist Schmierseife. Alter. Was sieht aber durch die Madness Engine so gut aus. Das konnte Project Cars damals schon einfach so gut. Boah. Boah. Es ist wirklich das falsche der falsche Lenkradaufsatz für das hier. Ich kann den Wagen nicht kontrollieren. Alter, und ich habe Fahrhilfen an. How the fuck? Kann das so zickig sein? Boah. Okay, einen Versuch machen wir noch. Ich starte noch einen Versuch. Alter, ist das schmierig. Boah. Das ist ja widerlich. Ich muss aber sagen, auch wie gesagt, mit so einem Formelaufsatz ist es auch ein bisschen schwierig zu kontern, weil damit kannst du auch nicht driften vor allem. Junge, ist das ein Tanz? Ah, Bruder, nicht überholen jetzt. Ich hab schon genug mit mir zu kämpfen. Junge, ich bin nur am Schmieren. Ah! Ich richtigen Reifen drauf, ich schätze mal schon. Dass das Spiel mir jetzt hier Sticks drauf geknallt hat. Das könnte natürlich auch sein. Wenn es jetzt keine Regenreifen gibt. Boah. Die KI ist schon recht flott wieder im Regen. Das ist bei meisten Rennspielen, dass die KI immer so einen leichten Grip-Vorteil hat. Boah. Boah, komm. Spät dran. Ja, ein bisschen spät dran. Hm. Oh, moin Leute, ich muss da mal durch.
Oh nein, 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 nein. Mann. Boah, ist das eine Zicke, der 190er. Oh, komm jetzt aus der Wiese raus, bei Gott. Komm, grip, 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 Mann. Sag mal, jetzt mal kein Scheiß, hat der keine Reifen drauf, die richtigen? Ich bin mal fast sicher, dass der keine Regenreifen. Warte mal, Sitzung neu starten. Setup bearbeiten. Ah, Vorderreifen automatischer Wetter, okay. Ist halt wirklich einfach so rutschig. Krass, okay. Ja, aber gut, wie jemand recht hat, ja, ist natürlich schon so Wetter für Rennabbruch, ne? Das fährst du ja normalerweise nicht bei dem Wetter. Okay, wir machen nochmal. Ich will das schon nochmal fahren, die Kombination mit den Autos, weil ich es ganz gut finde. Machen wir mal leichten Regen. So, fertig. Machen wir mal leichten Regen, das dürfte noch eher funktionieren. Okay. Krass, das ist wirklich. Es ist wirklich krass. Ich habe wieder beim leichten Traktionsstörer drin, es juckt den Benz nicht. Das ist wirklich übel, ey. Naja, gut. Das ist ein bisschen weniger regnerisch. Oh, die Sonne steht aber jetzt sexy. Mein Gott, die Sonne steht aber richtig lecker gerade. Startverband. Aber jetzt ein bisschen mehr Grip. Boah, sieht das gut aus. Mamma mia. Es ist schon ein hübsches Spiel, ne? Ja, plötzlich fährt der Wagen sich auch besser, wenn er nicht auf Glatteis fährt. Wahnsinn. Natürlich muss ich meinen Benz-Bruder da trotzdem noch nämlich reinschmeißen. Mann, ey. Lass mich doch mal am Leben. Mensch. Boah. Jedes Mal, sobald du irgendwie höhere Drehzahl kommst und das Ding Leistung kriegt, wächst richtig wie die Hinterachse nur noch aufs Schwimmen anfängt und komplett Eigenleben entwickelt. Oh. Komm jetzt! Reifen sind natürlich auch scheiße kalt, es ist überhaupt keine Temperatur im Reifen. Boah, aber es macht auch nichts. Short shiften. Wir wollen Traktion haben. Oh, die ganzen M30 komplett all over me. Schieb nicht so, komm rum. Warum schieben wir denn so? Nein, nicht quer gehen, Alter. Es ist Wahnsinn. Ich komme mit alten Formel 1 Fahrzeugen klar, aber die 190, die Gruppe A DTM Fahrzeuge, bring mich um. Jetzt bräuchte ich doch, Mensch. Junge. Das ist ja wild mit dem Auto. Komm. Es ist begeistert, wie wahnsinnig ein Auto trotz des Übersteuern untersteuern kann. Der macht alles, aber nichts richtig. Oh. Ich muss so viel mit dem tänzeln, es ist Wahnsinn.
Nein! Alter! Also ich weiß nicht, was der Benz hat, aber er ist der richtige Zicke, wenn es leicht nass wird. Mama mia! Boah! Es ist krass. Also ich bin mit dem alten Formel 1 Autos besser klargekommen als mit dem alten Benzer hier. Der ist auf leichtem Regen. Da macht der Spaß, sag ich mal so. Das macht Spaß. Alter Verwalter. So, eine Kombination will ich noch irgendwas fahren. Irgendwas müssen wir noch fahren. Eine letzte Kombination für heute. Danach will ich die Setup erstmal ein bisschen optimieren für Streams, weil das heute ein bisschen sehr viel drunter und drüber war. Und ich denke mal, Zukunft, das nächste, was kommen wird, wird höchstlich LFM in. Was soll ich sagen? Hast du keinen guten Lenkrad für die, deine? Doch, ich habe einen guten Lenkradaufsatz, aber das ist der Originale von der CS Elite und der wird unten mit einer Schraube gekontert. Ich habe die Schraube nicht mehr. Heißt, ich werde mir auf Dauer noch einen Lenkradaufsatz holen mit Quick Release und den hole ich mir dann noch, der hier dann auf drauf kommt. Da, ja, ich brauche auf jeden Fall einen Runden für so Kram. Aber wie gesagt, der hält nicht mehr richtig und deswegen muss ich mir noch einen anderen holen. Die H&G GT3 auf Daytona. Haben wir Daytona Stein mit ihm spielen? Nee, Daytona kostet, glaube ich, extra, ne? Ja, Daytona ist nicht drin. Nee, Daytona haben wir nicht. Aber nächster Stream, den wir höchstwahrscheinlich hier im Simbic machen, der wird höchstwahrscheinlich LMF, also dieses Low Fuel, nee, LFM, so Low Fuel Motorsport, das ist eine Seite für kompetitive, also Corsa-Rennen, die halt Rennen organisieren mit Ranking und so Kram. Da will ich unbedingt mal reinschauen. Ich denke, das werden wir im nächsten Stream dann machen. Also nächsten Stream vielleicht wieder Need for Speed, aber auf jeden Fall eine der nächsten Stream wird auf jeden Fall Multiplayer sein, kompetitiv. Genau, AC1, AC1 und LFM war auch geplant. Ich will, wenn AC1 von ACC, LFM reizt mich nicht so, aber AC1 reizt mich sehr. Da habe ich sehr Bock drauf. 60er-Jahre-Autos auf Silverstone. Haben wir Silverstone im Spiel? Nein, haben wir auch nicht. Mann, ich muss hier wirklich noch einiges dazu kaufen. Ne? Das Grund, das Setup der Strecke ist ein bisschen wild, weil es sehr brasilianisch ist. Ich habe noch eine schöne Kombination. Wartet jetzt ab, kommt gleich. Gleich wird's gut. Bam. Das ist die Kombination, die wir jetzt fahren werden zum Ende nochmal. Weil das muss man sagen, das passt ja auch gut zusammen. Nehmen wir die Livoui, die finde ich ganz wild. So. Machen wir zwei Runden, wenn wir uns nicht ganz übertreiben. Und es regnet noch in Australien nicht. Also ich möchte nicht, dass es in Australien regnet, so rum. Wir machen heiter. So, stehend, ja, wunderbar. Ne, wir machen fliegend. So, bam. Konnte da hinten passen. Gleiche Klasse, maximal verfügbar, speichern. So, komm, als Abschluss nochmal zwei Runden Mount Panorama. Ich glaube, das ist ganz geil. Das ist eine schöne Kombi. Wir haben leider nur den, ich sag erstmal, Holden-Verschnitt drin. Ist ja letztlich gar nicht lizenziert, die Klasse. Da wäre es halt cool, wenn sie noch weiter erweitern. Wenn es eh nicht lizenziert ist, können sie damit eigentlich machen, was sie lustig sind. Obwohl die Jungs und Mädels von Automobilista 2 viel mehr ins Lizenzthema mittlerweile reingehen. Das Spiel hatte sehr, sehr wenig lizenzierte Sachen. Auch der erste Teil war fast gar nichts Lizenziertes. Und das ändern sie mittlerweile durch DLCs sehr stark, was ich aber nicht schlimm finde. Ich bin aber auch sehr großer Fan bei Motorsport, wenn ich auch echte Lizenzen habe. Da bin ich ganz cool eigentlich drüber. So. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding sich jetzt fährt. Das könnte richtig eklig werden. Vor Supercars haben nämlich richtig fies Bums. Super starten, aber tatsächlich stehen. Na gut, wir starten jetzt fliegend. In der Kurve. Toll, Digga. Ich bin mal gespannt, was die an Grip haben. Oh, Klang haben sie auf jeden Fall schon mal. Und Leistung, das merkst du richtig. Im Lenker zieht es richtig rein. Da muss ich leider aufmachen. Kommen wir nochmal außen rein, gerade mal. Klangtechnik schon so gut getroffen, die war super. Oh, Alter, Junge, ist die Straße hier bumpy. Meine Fresse. Oh. Oh, okay, die Lichtstimmung in der Tageszeit habe ich aber schön gewählt. Da kommt die Sonne richtig schön durch die Bäume oben gescheppert. Das finde ich ganz attraktiv. Ist auch so eine bescheuerte Strecke in der Mount Panorama eigentlich, ne? Also ist ja wirklich. Lass mal eine Highspeed-Strecke durch mit Betonmauern umranden. Ja, aber schon ein bisschen Abstand und Kiesbett. Nee, kein Abstand und Kiesbett, direkt Betonmauer. So Monaco, nur in schnell. Oh, Alter, die Straße ist so bumpy. Meine Fresse, ist das hier unebener Kram. Aua. Oh, nee, mir ist einer. Oh. Es ist so, echt wirklich kein Scheiß. Kiste versetzt die ganze Zeit. Es setzt eine Kopfsteinpflasterstraße unter Reifen. Oh, der Wagen will auch die ganze Zeit einem. Das macht aber richtig Böcke. Fährt sich vor allem ultra gut, der Wagen.
schon zickig, aber auf eine gute Art und Weise. Meine Fresse. Ich mal ganz kurz die Hinterachse weg beim Anbremsen. Oh, jetzt werde ich auf jeden Fall überholt. Ja, reinziehen kann ich nicht, da schon, hängt schon die Nase drin. Oh, ist auch auf Kontakt aus der Boy. Oh. Komm, zieh! Ich habe keinen Windschatten, das Problem. Ich bin jetzt derjenige, der hier nur auf den Maul kriegt, weil alle schneller sind. Oh, la 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 la. Ja, nee, okay, er zieht durch, ich zieh durch. Wunderbar, das hat ja top geklappt. Er hat aber erstaunlicherweise die Kiste gerettet bekommen. Ah, ich muss kurz über den Acker. Oh, komm. Mach jetzt halt er mich. War da echt der Schubser meinerseits? Boah, macht das Bock. Die Kombination ist ja insane spaßig. Meine Fresse. Es fühlt sich zwar immer so ein bisschen wie ein kleiner Kampf an, aber sehr unterhaltsam. So, die verschiedenen einzelnen Settings, die wir heute gefahren sind, wird es auch nochmal gesonderte Videos geben, wo ich mich da nochmal ein bisschen auseinandersetze mit längeren Rennen und so Kram. Ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen Videokontent zu machen, weil also Automobilista 2, muss ich sagen, ist aktuell so von den Singleplayer-Rennen die Sache, die mich am meisten reizt, weil die KI halt wirklich was taugt. Du kannst hier halt wirklich richtig geile Rennen mit den Jungs fahren. Jungs, Mädels und auch der andere. Aber du kannst super geile Rennen mit denen fahren. Was in anderen Rennsimulationen nicht so der Fall ist, weil die sich halt mehr auf den Multiplayer fokussieren. Aber ich freue mich auch sehr, wenn Automobilista 2 im Multiplayer noch richtig schön kompetitive Sachen mit reinbekommt, mit Ranking und so Kram vielleicht. Weil das würde dem Spiel auf jeden Fall gut tun. Und würde dem Spiel gut stehen, hätte ich auch sehr Bock drauf. Aber deswegen, wie gesagt, in der nächsten Season wollen wir uns mal ein bisschen in die kompetitive Art und Weise von Assetto Corsa reinballern mit Low Fuel Motorsports. Habe ich schon ein bisschen mal reingelesen und so. Da werde ich, denke ich mal, das erste ein, zwei Rennen werde ich mal so ein bisschen aufscreen für mich fahren, um erstmal reinzukommen. Aber dann werden wir uns danach auf jeden Fall streamtechnisch damit auseinandersetzen. Denke ich immer noch Runde 1 von 2, hä? Sehe jetzt gerade erst, dass die Runde die abgehakt hat. Nee, die innere Linie ist meins. Diesmal probiert es keiner. Junge, jetzt kommt er aus der dritten, der mir angeflogen. Bisschen spät. Ah, fuck. Ah, da habe ich gelockt mit der Hinterachse. Shit. Muss zu spät bremsen. Mann, fuck. Ah ne, okay, ist trotzdem Ende. Okay, gut. War einfach nur Anzeigefehler, ich weiß es gerade gar nicht. Ich vermute schon, ne? Theoretisch. Die Escape-Taste da. Theoretisch hätte da ja Ende sein müssen, eigentlich. Boah. Das war jetzt aber, also muss ich sagen, das war, glaube ich, die Lieblingskombination heute von mir. Das hat er richtig geböckelt. AMS-1 ist trotz der alten Grafik aber auch immer noch ein Blick wert. Fühlt sich im Lenkrad einfach unglaublich gut an, auch wenn viele wahrscheinlich der Mainstream-Content ein wenig fehlt. Ja, das ist mein Ding so. AMS-1. Ist eine gute Simulation, da reizt mich der Content aber nicht so. Das ist das Ding, muss ich ganz klar sagen. Hoffe, wenn der Multiplayer überarbeitet wurde, dass die LFM dann auch AMS2 verfügbar ist. Verdient hätte das Spiel. Ja, genau, LMF2, das wäre echt geil. Warte, ich guck mal gerade, ob ich euch zum Ende des Streams mal ganz kurz Lofio Motorsport zeigen kann, damit ihr wisst, wovon ich hier rede. Das ist, wie gesagt, an sich ein Community-Projekt, wo halt kompetitive Rennen in der Assetto Corsa und so ausgetragen werden, mit Ranking und so Kram. Ich schaue mal gerade, dass ich das suche. Wartet kurz. Das werden wir uns nämlich auf jeden Fall in nächster Zeit einmal anschauen. Ich gehe mal gerade auf die Seite. So. Und das ist momentan nur eine Sache, die in Assetto Corsa läuft. Läuft auch ein bisschen wie Nohesi, was das Joinen angeht, aber ihr habt eben Assetto Corsa Competizione oder Assetto Corsa hier. Und dann haben wir eben hier ja Daily-Rennen, die ablaufen in der Sportscar Series, Prototype Challenge, Formel 3. Und ihr seht hier, wir haben ein Ranking, das wir haben müssen. Ich habe zum Beispiel noch das E2-Ranking, weil ich noch gar nicht gefahren bin. Und dann kann man sich eben für die jeweiligen Sachen einschreiben. Seht ihr, geht einfach drauf. Dann seht ihr, welche DLCs und Autos man braucht für den Kram. Oder eben auch
Mods und kann sich dann hier eben einzahlen. Na, ihr seht, welche Uhrzeiten das sind und kann dann da mitfahren. Und das Ganze dann mit Ranking und hochgelevelt und wenn man besser wird, kann man höhere Sachen fahren und so Kram. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Wie gesagt, ist ein Community-Ding, Community-Projekt komplett kostenlos und bringt eine viel bessere Möglichkeit, sagen wir mal, kompetitiv, Assetto Corsa zu spielen, weil Assetto Corsa sonst halt nur ein Serverbrowser und PO ist ein bisschen schwierig reinzukommen. Und so ein Hub ist halt geil, weil man dadurch einfach viel leichter in diesen kompetitiven Thema reinkommt, wo ich sehr Bock drauf habe. Und das werden wir uns auf jeden Fall, da werde ich mich auf jeden Fall sehr hart reinhasseln, glaube ich. Da habe ich sehr Bock drauf. Da werde ich sehr viel Zeit reinballern, das kann ich jetzt schon sagen. Da habe ich richtig Motivation hinter, muss ich ganz klar sagen. Hast du dir eigentlich wieder ein neues Auto gezogen? Auf Instagram hast du ja den Golf zum Verkauf angeboten. Ja, der Golf ist zum Verkauf, weil ich eine Möglichkeit auf ein anderes Auto habe, was ich sehr cool finden würde. An dem ich sehr viel Spaß hätte. Auch als Daily und so Kram. Und ich habe mir mittlerweile halt einfach vorgenommen, wenn ich auf irgendwas Bock habe und die Möglichkeit habe, das zu machen, dann mache ich das. Also ich bin nicht mehr so, nach der Sache mit meiner Schwester und allem Kram letztes Jahr, habe ich gemerkt, dass ich Sachen nicht aufschieben will. Und deswegen, wenn sich irgendwie Möglichkeiten bieten und ich auf irgendwas Bock habe, mache ich es mittlerweile einfach. Das ist vielleicht nicht immer vernünftig, aber ich denke mir halt immer, man hat nicht unendlich viel Zeit und man weiß auch nicht, wie viel Zeit man hat und so Kram. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, so fuck it, wenn ich auf irgendwas Bock habe, zieh's durch. So, fertig. Deswegen haben wir jetzt noch das Simrock hier und so Kram. Das ist auch alles so Kurzschlusssachen gewesen. Einfach, weil ich gesagt habe, so, warum warten? Das ist, wie gesagt, die Zeit ist auch nicht unendlich und deswegen lieber alles nutzen, was ich kriegen kann. Deswegen muss trotzdem der Golf weg, auch wenn ich natürlich mit dieser Attitüde durchs Leben gehe. Klar habe ich trotzdem nicht unendlich viel Geld und Platz. Das sind so mit die Sachen, die natürlich da am Ende dann mit dranhängen. Und das so viel dazu auf jeden Fall. Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber kannst du uns mal hingeben, was es ist? Ihr werdet überrascht sein, das kann ich nur sagen. Das soll es aber erstmal für den heutigen Stream gewesen sein. Heute, wie gesagt, ein bisschen sehr viel Chaos. Ich werde also versuchen, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal ein bisschen koordinierter hinzubekommen. Wie gesagt, nächstes Mal wird auf jeden Fall LFM Assetto Corsa Stream werden. Deswegen werde ich die Tage mich da schon ein bisschen reinhasseln. Ich muss gucken, wann wir das streamen. Ob ich vielleicht morgen den Stream anhaue, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht, müssen wir mal schauen. Sonst spätestens Sonntag, denke ich mal, werde ich einen anhauen. Oder Samstagmittag oder so. Wir gucken mal, wie sie es anbietet. So zeitmäßig bei mir. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß an Obolista 2. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an Sim-Racing-Content und so Kram. Davon wird es auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen mehr geben. Aber trotzdem eine gute Mischung mit Arcade Racing und so. Und BeamNG zum Beispiel, die Mod-Videos werden auch weiterhin mit Controller kommen, weil es einfach fürs Video cooler ist. Da werden auch ein paar Lenkrad-Videos kommen und so Kram. Deswegen, wenn ihr darauf Bock habt, schaut es gerne das nächste Mal wieder rein. Danke für den Support heute wieder, hat mich sehr gefreut. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Und vielleicht auch im Multiplayer. Vielleicht sieht man sich auch in Assetto Corsa und sowas mal. Ihr seht es dann. Und damit fange ich auf jeden Fall raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.